1927 wurde in Brüssel auf der 5. Solvay-Konferenz ein neuer Ansatz zur Beziehung von Geist und Materie vorgestellt, der sich zum Ziel setzte, bislang unerklärte Phänomene der Quantenmechanik neu aufzudecken. Mit Einstein, Pauli, Dirac, Bohr, Heisenberg, Curie, de Broglie, Schrödinger und vielen anderen waren die besten Physiker der Welt anwesend. Alles drehte sich um die Frage des Bewusstseins in der Welt der Atome. Heisenberg und Bohr sprachen Einstein auf eine neue Theorie an, die besagte, dass die Gedanken der Forscher das Ergebnis der Experimente beeinflussten. Einstein konnte das zunächst nicht akzeptieren. Schließlich widersprach es allen gängigen mathematischen Modellen. Aber Jahre später gab er zu, dass sie recht hatten. Er erklärte, jeder, der sich ernsthaft mit der Wissenschaft beschäftigt, gelangt zu der Überzeugung, dass sich in den Gesetzen des Universums ein Geist manifestiert. Ein Geist, der dem des Menschen weit überlegen ist und angesichts dessen wir uns mit unseren beschränkten Kräften demütig fühlen müssen. Der Geist ist keine mechanische Kraft, wie die Schwerkraft oder der Elektromagnetismus oder die starke oder die schwache Kernkraft. Geist ist Bewusstsein. Wenn Einstein seine Meinung so grundlegend geändert hat, muss ihn etwas wirklich überzeugt haben, dass das in der Tat der Fall ist, dass das Universum lebendig ist und wir ein Teil von ihm sind. Haben einflussreiche Menschen die Wahrheit dessen, was auf dieser Konferenz entdeckt wurde, verschleiert, weil sie wussten, dass man uns nicht mehr kontrollieren kann, wenn wir von der verborgenen Kraft unserer Gedanken und unseres kollektiven Bewusstseins erfahren? Alle Materie entspringt und existiert nur durch eine Kraft. Wir müssen annehmen, dass hinter dieser Kraft ein bewusster, intelligenter Geist steht. Dieser Geist ist die Matrix aller Materie. Das sagte der Vater der Quantenphysik, Max Planck. Das Geheimnis, dass Bewusstsein Einfluss auf die Materie hat, war bereits 18 Jahre vor der ersten Atombombe bekannt, die am 22. Juli 1945 in New Mexico explodierte. Die derzeitige Wissenschaft kann Bewusstsein nicht erklären. Zwar behaupten manche, dass die Quantenphysik das kann, aber Tatsache ist, dass die Physik nicht mit Experimenten umgehen kann, an denen Menschen beteiligt sind. Dieser Gedanke geht zurück auf die Anfänge der Quantenphysik Anfang des letzten Jahrhunderts. Sobald ein Beobachter mit Bewusstsein ins Spiel kommt, bringt er die Wellenfunktion zum Kollabieren. Die Wellenfunktion ist ein mathematisches Konstrukt, das die Wellenhaftigkeit der Ereigniswahrscheinlichkeiten auf Quantenebene beschreibt. Quantenphysik ist nichts anderes als eine Menge von Gleichungen, die beschreiben, wie sich diese Wellenfunktion verhält. Wenn ein Mensch ein Experiment beobachtet, verursacht er den Zusammenbruch dieser Wellenfunktion. Er zerstört Informationen. Er setzt die Wellenfunktion auf Null zurück und alles geht von vorne los. Ein Beobachter hat also chaotische Auswirkungen, wenn er versucht zu erklären, was passiert, wenn eine Person ins Spiel kommt. Deshalb stellt man den Wissenschaftler außerhalb des Experiments. Er kann zwar das Resultat des Experiments sehen, aber weil sein Bewusstsein die Wellenfunktion zum Kollabieren bringt, kann er selbst nicht dabei sein. Es ist wie ein Elefant im Porzellanladen. Der Beobachter bringt die Messungen durcheinander und bislang weiß niemand so recht, wie man damit umgehen soll. Wir leben in einer Welt, in der es Machthierarchien gibt. Es gibt sehr einflussreiche Menschen und Menschen, die praktisch überhaupt keine Macht haben. Vom biologischen Standpunkt her ist es aber wichtig zu verstehen, dass jeder Mensch gleich mächtig ist, wenn es darum geht, den Planeten zu verändern. Wenn aber jeder gleich mächtig ist, wie kommt es dann, dass manche Menschen so viel mehr Macht gewinnen konnten? Der Witz ist, sie haben überhaupt nicht mehr Macht. Der Grund, warum sie mächtiger geworden sind, ist, dass sie uns die Macht weggenommen haben. Die Entwicklung, die momentan stattfindet, ist, dass wir diese Macht zurückgewinnen.
Denn wenn die gesamte Bevölkerung Macht hat, gibt es vermutlich bessere Lösungen und mehr Harmonie als in einer Welt wie heute, wo nur wenige Menschen Macht ausüben. Ich freue mich sehr über diese Entwicklung, die uns die Macht zurückgibt, die wir immer gehabt haben. Denn das bedeutet letztlich, dass wir unsere Glaubenssysteme neu definieren müssen, um zu verstehen, wie mächtig wir wirklich sind. Der menschliche Wille kann die Eigenschaften von Materialien und die Natur der Realität signifikant beeinflussen. Schon 1957 schrieb Professor Hans Eysenck, damals Vorsitzender des Psychologie-Lehrstuhls an der Universität London, einen Brief, der nahelegte, dass eine gigantische Verschwörung unter Beteiligung von 30 namhaften Universitäten der ganzen Welt und hunderten hochrespektierten Wissenschaftlern im Gang war, um die Wahrheit über das, was wir wirklich über die Macht des menschlichen Bewusstseins wissen, zu unterdrücken. Nachdem der Kongress der Vereinigten Staaten Einblicke in Daten des Stanford-Forschungsinstituts und anderer Universitäten in den USA und der ganzen Welt bekommen hatte, waren sie schockiert darüber, was passieren würde, wenn wir alle die Fähigkeiten unseres Bewusstseins weiterentwickeln würden. Es war klar, dass wir entfernte Ereignisse sehen und in die Zukunft und in die Vergangenheit blicken könnten. Wir könnten vermisste Flugzeuge finden und alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Und so starteten sie eine Schmutzkampagne in den Medien, um diese Entdeckungen zu diskreditieren. Sie wollten nicht, dass wir wissen, wie mächtig unser Bewusstsein wirklich sein kann. Was ist die Sprache der Quantenkommunikation? Wie kommuniziert das Universum von subatomaren Teilchen über Wellen, Superstrings, Atomen, Planeten hin zu Sternen, Galaxien und allen Lebewesen? Gibt es eine Symphonie der Kommunikation, die die ganze Zeit über stattfindet und die für unsere heutige Technologie und unser Bewusstsein unsichtbar ist? Was, wenn wir dieses Geheimnis lüften? Mein Gott, dann hätten wir die Möglichkeit, zum Schöpfer selbst zu sprechen, zur Natur, zur Wissenschaft, zu uns selbst, sowie zu interstellaren Zivilisationen. Stehen wir in Kontakt mit Menschen, bevor wir ihnen persönlich begegnen? Wie kommunizieren wir als Menschen miteinander? Wie finden wir die Liebe unseres Lebens, unseren Lebenspartner, unseren Seelenfreund, unsere Familie, Geschäftspartner, Lehrer, unseren Lebenssinn? Wie finden wir Gott? Hey, wie geht's? Ich mache mir wirklich langsam Sorgen, weil du nicht zurückrufst. Du lässt mir keine Wahl. Also werde ich dir auf die Mailbox sprechen, was ich dir eigentlich so sagen wollte, obwohl mir das nicht gefällt. Der Körper ist keine eigene Einheit, in der die Einzelteile getrennt agieren. Es gibt einen Zusammenhang von Körper und Geist, der viel mit Krankheiten zu tun hat. Ich wollte nur, dass du weißt, dass ich ohne dich nicht leben kann. Ich war wie gelähmt vor ein paar Tagen. Ich weiß nicht. Ich hatte einfach nie den Mut, dir zu sagen, dass du der Mann meines Lebens bist, dass ich ohne dich nicht leben kann. Stress im Gehirn verursacht einen Energiefluss in den Körper, der sich auf unsere Organe auswirkt. Es scheint, dass einige Menschen die Neigung haben, Gehirnstress in verschiedene Körperregionen zu entladen. Bestimmte Menschen kanalisieren ihren Stress in bestimmte Regionen. Manche bekommen von Stress Rückenschmerzen. Andere Brustschmerzen. Manche bekommen Magengeschwüre, andere Nacken- oder Kopfschmerzen. Upper neck and headaches from stress.
All das ist kanalisierte Energie bzw. Stress aus dem Gehirn, der sich in verschiedenen Körperregionen manifestiert. Ich denke, dass das Gehirn nur eine begrenzte Kapazität für Nervenenergie hat. Steigt sie darüber hinaus, muss das Gehirn die Energie in den Körper entladen. Damit gibt es eine klare Verbindung von Körper und Geist. Viele Menschen kanalisieren ihren Stress ins Herz. Wir wissen, dass Stress und Adrenalin, das durch Stress produziert wird, aufs Herz schlägt und zum Beispiel Herzrhythmusstörungen auslösen kann. Oder Spasmen der Herzarterien oder Verstopfungen der Arterien durch Blutplättchen, die für die Blutgerinnung verantwortlich sind. Adrenalin kann all diese Dinge beeinflussen. You see, the heart is an electrical organ. Das Herz ist ein elektrisches Organ. Es ist die bei weitem stärkste Quelle von Bioenergie in unserem Körper. Bis zu 40 bis 60 Mal stärker als die zweitstärkste Quelle, dem Gehirn. Diese elektrische Energie fließt durch jede Zelle unseres Körpers und bindet die Zellen zusammen. Sie ist so stark, dass man sie außerhalb des Körpers messen kann. Es ist keine Aura, die wir da messen, oder irgendeine subtile Energie. Es sind sehr gut messbare elektromagnetische Wellen, ganz ähnlich wie Radiowellen. Wir haben herausgefunden, dass das Herz ein elektromagnetisches Feld erzeugt, das den gesamten Körper kugelförmig umgibt. Man kann es mit Magnetometern bis zu 1 bis 1,5 Meter außerhalb des Körpers messen. Forscher an der Menanger Klinik in Kansas haben es angeblich sogar in 3 bis 4 Meter Entfernung gemessen. Egal wie weit entfernt man es messen kann, was interessant ist, ist, dass wir dieses elektromagnetische Feld erzeugen und dass man es mit üblichen medizinischen Geräten messen kann. Das menschliche Nervensystem ist ein elektrisches Energiesystem, in dem positiv und negativ geladene Ionen fließen. Wir können die elektrische Aktivität der Körperoberfläche mit einem einfachen Spannungsmessgerät an den Fingerspitzen messen. Die meisten Menschen haben weniger als 1 Volt. Egal wo am Körper man sie misst. Die Werte schwanken aufgrund der vielfältigen elektrischen Impulse unseres Nervensystems. Durch Tests an hunderten Versuchspersonen haben wir in einer Studie gezeigt, dass jeder Mensch unterschiedliche Spannungen in den verschiedenen Phasen seines Lebens hat. Bei Kindern misst man etwa 1/4 Volt, während es bei Erwachsenen zwischen 1/2 und 3/10 eines Volts sind. Wenn wir aber weniger Energie als eine 1,5-Volt-Batterie haben, wie können wir dann eine leistungsfähige Energiesignatur aussenden? Und wie können wir dann eine Nachricht empfangen, die für uns bestimmt ist? Das größte Gedankenkontrollexperiment, das die Regierung jemals an uns durchgeführt hat, war, dass sie uns gesagt haben, dass unser Geist nicht mächtig ist. 2009 führte ich hunderte Spannungstests an allen Altersgruppen durch, angefangen von Kindern über Jugendliche bis zu jungen und älteren Erwachsenen. Ich fand heraus, dass alle Menschen unterschiedliche Spannungsbereiche in ihrem Nervensystem haben. Unser Nervensystem schickt positiv und negativ geladene Ionen durch unseren Körper, unsere Hände, unsere Füße, unsere Brust. Unser gesamter Körper wird durch unser Zentralnervensystem und das autonome Nervensystem unter Spannung gesetzt. Menschen mit pathologischen Problemen wie schweren Depressionen oder Nervenkrankheiten wie MS haben eine Spannung zwischen 5 und 9 Millivolt. Gesunde Menschen haben in normalem Bewusstseinszustand eine durchschnittliche Spannung zwischen 30 und 100 Millivolt. Ein Millivolt ist 1/1000 Volt. Unser Körper hat also optimalerweise eine Spannung zwischen 30 und 100 Millivolt. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, unsere Körperspannung, also die Elektrizität unseres Nervensystems, zu erhöhen,
Welche Auswirkungen hätte das auf unser Bewusstsein? Ausnahmeathleten erreichen bis zu 2 Volt pro Zelle, also 2000 Millivolt. Wäre es dann einfacher für uns, unsere Gedanken zu projizieren und kollektiv unsere Realität zu beeinflussen? Wäre es einfacher für uns, ein stärkeres Signal für die Partnersuche auszusenden? Es ist wie bei einem Radio. Bei schlechtem Empfang kann man kaum etwas hören, weil das Radio nicht genug Energie hat. Der Körper ist wie ein Radiosender bzw. Empfänger. Wenn man versucht, Gedanken ins Universum zu senden, um kollektiv die Realität zu beeinflussen, um einen Seelenfreund anzuziehen oder eine Geschäftsidee oder um die Kreativität zu erhöhen, und man hat nicht genug Energie im Nervensystem, dann ist die Wahrscheinlichkeit, die Realität auf die gewünschte Weise zu beeinflussen, wesentlich geringer. Wir müssen also zuerst einmal unseren Energielevel erhöhen, durch Meditation zum Beispiel oder durch die Technologien, über die wir hier sprechen. Machen wir ein einfaches Experiment. Wenn wir schlechten Radioempfang haben und mit unseren Händen die Antenne des Radios berühren, dann verbessert sich seltsamerweise das Signal. Das ist der wissenschaftliche Beweis, dass wir genau wie eine Antenne sind, die Nachrichten aus dem Jenseits empfängt. Unser zukünftiger Lebenspartner mag versuchen, uns eine Nachricht zukommen zu lassen, aber wenn wir nicht auf die richtige Frequenz eingestellt sind, werden wir nicht hören, was er oder sie uns sagen möchte. Wir brauchen dann entweder mehr Energie oder eine besser eingestellte Frequenz. Kannten die Steinzeitmenschen bereits die verborgene Heilkraft der Spiritual Vibration Stone Technologie? Wussten Sie, dass Steine und Kristalle Erinnerungen speichern können? 1993 gelang es Wissenschaftlern der Universität Stanford, einen Film von einem Kolibri und einen zweiten der Mona Lisa dreidimensional in einem Kristall dauerhaft zu speichern. Wenn das unvorstellbar klingt, schauen wir uns dieses gewöhnliche Stück Plastik an. Das ist eine DVD und sie besteht aus nichts weiter als Plastik und einer reflektierenden Schicht auf der Unterseite. Ein Laser strahlt durch das Plastik, wird von der Spiegelschicht reflektiert und sendet Informationen zurück. Einen Film, einen Song, Computerdateien, was immer man will, so dass man Musik oder Stimmen hören oder Fotos ansehen kann. Alles sind lediglich Dateien auf ganz gewöhnlichem Plastik. Ein anderes Beispiel. Das ist die Stone-Technologie. Der Stein hat dieselbe Form wie das Universum und das ist ein Torus. Auch das Magnetfeld der Erde hat diese Form, genauso wie das menschliche Auge und die Iris. Wir nehmen diese Steinanhänger, die man um den Hals tragen oder in der Hand halten kann, geben sie nacheinander in 5 Quantenenergiegeneratoren und laden sie mit Tachyonenenergie auf. Tachyonen sind Teilchen, die schneller als Licht sind. Und wir laden sie auf mit den Frequenzschwingungen des Lebensbaums und dem Klang der Sonne, den die NASA aufgenommen hat. Damit können wir, ganz wie eine Miniaturfestplatte oder eine DVD einen Film oder ein Lied speichert, die Heilschwingungen des Universums in dem Stein speichern. Wir haben Menschen getestet, Hunderte und Aberhunderte Menschen, die den Anhänger mit den linken und den rechten Fingern gehalten haben. Wir konnten feststellen, dass die elektrische Spannung des Körpers innerhalb von Sekunden auf sehr viel höhere Werte stieg. Wir haben wissenschaftlich nachgewiesen, dass diese Steinanhänger Schwingungen steigern können. Aber kann diese erhöhte Energie auch dazu genutzt werden, um unsere Gedanken und Intentionen mit einem stärkeren Signal zu versehen? Superathleten, Heiler und Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten haben wesentlich höhere Körperspannungen als normale Menschen. Dr. William Tiller hat Studien mit Qigong-Meistern und Heilern mit übersinnlichen Fähigkeiten durchgeführt. 50 bis 100 Millivolt sind normal.
wenn man die Elektroden am Ohr befestigt. Das ist der Standardwert bei physiologischen Tests. Man bewegt sich also in einem Bereich von ein paar Millivolt. Aber Heiler zum Beispiel, mit denen ich und Elmer Green in den 70er Jahren sogenannte Kupferwandexperimente gemacht habe, bei denen man die Spannung des Körpers an den Wänden misst. And we found that a healer could increase the body voltage on Heiler konnten die Spannung, die von ihren Körpern auf eine Wand reflektiert wurde, beziehungsweise die ihr Körper aussendete, auf 25, 50, 100 oder sogar 250 Volt steigern. We have been able to get signatures of that size, and basically I was very interested in that, and I Das hat mich sehr interessiert. Und ich habe ein theoretisches Modell dazu entwickelt. Wenn ein Heiler Heilenergie auf eine Körperstelle von jemandem projiziert, dann gibt es eine bestimmte Stelle, von dem aus die Übertragung der Energie ausgeht. Als ich mir Elmers Daten angesehen habe, er hatte 5 verschiedene Messergebnisse vom Ohr und von den 4 Wänden, eins vorne, eins hinten, eins oben und eins unten. Also 5 Gleichungen mit 5 Unbekannten. Das sollte lösbar sein. Ich löste also die Gleichungen und fand heraus, dass bei diesem bestimmten Heiler die Hauptquelle, der Dantian-Punkt, unter dem Bauchnabel war. Kann man unser Biobewusstsein mit einem lebendigen Computersystem vergleichen, das seine eigene Stromversorgung, seinen eigenen Speicher und seine eigenen Gefühle besitzt und die Fähigkeit hat, Informationen zu übertragen? Stell dir vor, dass du konstruiert wurdest oder dich dazu entwickelt hast, der brillanteste Quantencomputerprozessor oder Lösungsgenerator zu sein, der jemals auf dem Planeten Erde entwickelt oder konstruiert wurde. Das große Problem ist, dass jeder von uns, während wir aufwachsen, eine ganze Menge Computerviren aufnimmt. Jeder von uns trägt vielleicht 100 solcher Viren in sich, die die Fähigkeit des Computers auf optimale Weise zu funktionieren beeinträchtigen. Wenn man sich nun vorstellt, dass es möglich wäre, diesen Prozessor so zu reinigen, dass er in totalem Einklang mit dem Quantenfeld schwingt, in einer derartigen Aufgeschlossenheit und einem solchen Schwingungsbewusstsein, dass er tatsächlich auf dem Niveau funktioniert, wie das ursprünglich angedacht war. Was wir herausgefunden haben, ist, dass die Frequenzen dieses Feldes, die elektromagnetische Energie und die Frequenzen der Strahlung unseres Herzens sich verändern, und zwar in Abhängigkeit von dem, was wir fühlen. Unser emotionaler Zustand bewirkt eine Veränderung der elektromagnetischen Signatur. Wenn wir zum Beispiel starke negative Emotionen wie Wut oder Frustration erleben, erzeugt das im elektromagnetischen Feld etwas, was Forscher als inkohärente Spektren bezeichnen. Viele verschiedene Frequenzen, die gegeneinander arbeiten. Das Muster sieht sehr gezackt und unregelmäßig aus, wie die Kurven eines Erdbebens. So eine elektromagnetische Signatur sehen wir, wenn Menschen negative Emotionen erleben. Die gute Nachricht ist, dass wir ein völlig anderes Feld sehen, wenn Menschen positive Gefühle haben. Emotionen, die seit jeher mit dem Herzen assoziiert werden. Wenn wir beispielsweise echte Wertschätzung spüren, aufrichtige Fürsorge oder echtes Mitgefühl, dann sehen wir in dem Feld harmonische Spektren. Auf einmal arbeiten die Frequenzen zusammen. Es entsteht eine harmonische Sequenz. Die Frequenzen kämpfen nicht gegeneinander, sie unterstützen sich. All diese Veränderungen treten durch das auf, was wir als Menschen tun. Die emotionalen Qualitäten, die wir erleben, beeinflussen das Feld. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Das Feld umgibt uns in 360 Grad. Wir senden diese Energie aus, an unseren eigenen Körper, aber auch in den Raum.
In gewisser Weise kommunizieren wir also unsere Emotionen durch ein elektromagnetisches Feld, das vom Herzen ausgeht. Hier gibt es noch viel zu erforschen, denn jetzt kommen wir von der Biologie zur Physik. Wir befassen uns jetzt mit elektromagnetischen Feldern. Wie beeinflussen sich diese Felder gegenseitig? Das sind interessante Fragen, die wir in der aktuellen Forschung beantworten müssen. Und ich glaube, das ist erst der Anfang. Ich glaube, was wir hier messen, ist nur die stärkste Energie des Herzens. Ich glaube, dass es andere, subtilere Energiekomponenten des Herzens gibt, die wesentlich wirkungsvoller und interessanter sind und wesentlich weiter als nur ein paar Meter strahlen. All das wird in den nächsten Jahren entdeckt werden. Von allen Energiezentren des Körpers produziert das Herz das stärkste Signal. Angesichts der Tatsache, dass Herzkrankheiten die häufigste Todesursache sind und dass das Herz das Hauptsendezentrum des Körpers ist, müssen wir es schonen und pflegen, als ob unser Leben davon abhängt. Wenn wir ein Signal aussenden wollen, um eine Antwort zu erhalten, und unser Energiezentrum ist beschädigt, dann senden wir ein schwaches Signal aus. Die Frage ist, reagieren die magnetischen Anziehungsgesetze auf ein schwaches Signal? Während wir an einem Ort der Erde leben und die Menschen, mit denen wir in Kontakt treten wollen, möglicherweise an einem ganz anderen, wie können wir mit unseren zukünftigen Seelenfreunden durch das Feld kommunizieren? Das Wichtigste ist, Seelenarbeit zu leisten. Das heißt, seine Seele in das Bewusstseinsfeld zu bringen, in dem die Seele deines Seelenfreunds dich finden kann. Das hat mit äußerlichen Dingen weniger zu tun als mit dem Zugang zur eigenen Seele. Das mag für viele verwirrend sein, weil wir denken, unsere Gefühle sind unsere Seele. Aber normalerweise sind unsere Gefühle mit unzähligen Problemen aus der Vergangenheit und einer Vielzahl von psychologischen Triggern verknüpft. Darum geht es hier nicht. Es geht darum, jeden Tag die Seele wachsen zu lassen und zum Vorschein zu bringen. Wege zu finden, sie zu aktivieren, damit sie sich über die Aura hinaus ausdehnt, in das Bewusstseinsfeld hinein, in dem auch andere Seelen sind. In dem sich Kommunikationskanäle öffnen, damit andere Seelen dich erkennen können und man sich schließlich auch physisch trifft. Wenn es um Seelenverwandtschaft geht, braucht man darüber hinaus eine gewisse spirituelle Bindung. Dabei geht es nicht um Bindung auf persönlicher, sozialer, kultureller oder religiöser Ebene. Es geht allein um seelische Bindung. Um diese Intention zum Ausdruck zu bringen, muss man regelmäßig Seelenarbeit leisten. Das Feld ist die einzige bestimmende Kraft des Teilchens. Was Einstein damit meinte, ist, dass das Feld, die unsichtbare Kraft, die einzige bestimmende Kraft des Teilchens, also der Materie, ist. Er sagt also, dass Menschen als physikalische Materie vom Feld bestimmt und geformt werden. Das fangen wir erst an zu verstehen. Das Feld zu lesen ist sehr wichtig für unser Überleben. Der menschliche Körper besitzt eine Aura aus elektromagnetischer Lichtenergie, die weit über die Grenzen unseres physischen Körpers hinausstrahlt. Durch ein weiteres einfaches Experiment mit unserer Radioantenne können wir sehen, dass sich ein schlechter Radioempfang deutlich verbessert, wenn wir mit der Hand nur in die Nähe der Antenne kommen, ohne sie zu berühren. Arizona Senate Democrats pleased that President Barack Obama will be in Phoenix next week to speak about the economic stimulus plan. Minority Leader Jorge Garcia of Tucson says the emergency funds will hopefully offset spending cuts that the Republican-controlled legislature are imposing to balance the state budget. It will put a lot more money into Arizona's economy. Das ist ein einfacher wissenschaftlicher Beweis, dass unser Feld mit dem Feld der Radiowellen aus der Ferne interagiert. Unser Bewusstsein überträgt Informationen in das Feld. Aber wie stark sind Gedanken und Gefühle wirklich? Es ist wichtig, das Feld zu reinigen, um ein klares, intentionales Signal zu bekommen. Eine Möglichkeit dafür ist beispielsweise, nicht mit verschiedenen Partnern auszugehen oder Affären zu haben und nicht an halbgaren Beziehungen festzuhalten.
Dadurch bringt man nur Irritation in den Kommunikationskanal. Es ist wie ein Störsignal. Es führt auch dazu, dass man sich mit Menschen umgibt, die einen fehlleiten und verwirren, weil man konfuse Signale aussendet. Sie sind vielleicht teilweise das, was man sich wünscht, aber sie sind nicht der wahre Seelenfreund. Darum ist es wichtig, auf dieser Ebene klar zu werden, wenn man nach einer intimen Seelenpartnerschaft sucht. Man muss ganz klar werden und sich öffnen, um den wahren Seelenfreund zu finden. So wie unsere sieben Energiezentren Lichtwellen verschiedenster Frequenzen und Amplituden aussenden, senden sie auch persönliche Informationen aus. Das bedeutet, dass unsere innere spirituelle Architektur eine persönliche Energiesignatur unseres Wissens, unserer Erfahrung, unserer Sehnsüchte, Gefühle, Absichten und tiefster Gedanken repräsentiert. Diese Signatur ruft eine Antwort hervor, egal, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Es gibt eine Möglichkeit, das Rätsel der Anziehung zu verstehen. Die Frage, warum sich manche Menschen gegenseitig anziehend finden. Warum eine bestimmte Frau für einen bestimmten Mann attraktiv ist, aber nicht für einen anderen. Warum ein Mann eine Frau dazu bringt, sich in sie zu verlieben, während derselbe Mann zwar nett zu einer anderen Frau sein kann, sie sich aber nicht in ihn verliebt. Es gibt eine Dynamik zwischen den sieben Energiezentren des Körpers. Sie sind wie Schaltkreise im Körper. Wir sind als Individuen nicht immer vollständig, in dem Sinn, dass diese Schaltkreise nicht immer vollständig verbunden sind. Wenn ich zum Beispiel etwas Zeit mit einigen Menschen verbringe und mich dadurch schlauer, intelligenter fühle, dann passiert das, weil ihre Schaltkreise einen Teil meines Schaltkreises aktivieren, sodass die Energie vollständiger fließt. Oft gehen Menschen zu einem spirituellen Lehrer und sind so angetan von ihm, dass sie ihn regelrecht verklären. In seiner Gegenwart fühlen sie sich so viel spiritueller, weil die höheren Zentren anfangen, sich zu öffnen. Aber das geschieht nicht deshalb, weil diese Person eine so starke Auswirkung auf sie hat und auch nicht, weil diese Person notwendigerweise alle ihre Schaltkreise aktiviert hat, sondern einfach, weil diese Person ein oder zwei Schaltkreise geöffnet hat, die den anderen Menschen komplettieren. Ganz ähnlich ist es, wenn ein Mann sich von einer Frau angezogen fühlt und ein anderer eben nicht. Die Frau aktiviert buchstäblich einen Schaltkreis in dem Mann, der seine Energiezentren derart komplettiert, dass nun Energie durch das Sexualzentrum fließt. Ähnlich ist es bei einer Muse. Die Muse inspiriert den Schriftsteller. Ohne seine Muse wäre der kleine Schaltkreis, der es ihm erlaubt, auszudrücken, was in ihm vorgeht, einfach nicht verbunden. Und deshalb hilft ihm die Muse. In den verschiedensten Situationen aktivieren unsere Beziehungen bestimmte Schaltkreise in uns, die verschiedene Energiezentren miteinander verbinden. Wenn wir jemanden finden, den wir lieben, mit dem wir unser Leben teilen möchten, dann ist das oft jemand, den wir einen Seelenverwandten nennen. Jemand, der bestimmte Schaltkreise in unseren Herzen aktiviert und uns die Zeitlosigkeit der Liebe vor Augen führt. Wenn wir mit dieser Person interagieren und offen sind, dann spüren wir, wie ein Teil von uns für immer lieben kann und will. Und das definieren wir oft als Seelenverwandter oder Seelenfreund. Das muss nicht derselbe sein, der unseren Geist öffnet, unsere Kreativität steigert oder uns Selbstvertrauen gibt. Es ist eben derjenige, der unser Herz öffnet. Es ist möglich, dass er drei Ebenen öffnet oder zwei oder alle sieben. Das ist das Einzigartige an jeder Beziehung. Man darf nie nach einem perfekten Menschen suchen. Die perfekte Beziehung für uns ist jemand, der in uns Gefühle stimuliert und das Wissen, dass das der Mensch ist, mit dem wir unser Leben teilen wollen. In seiner Gegenwart wird man zum besseren Menschen. Die Menschen, die wir scheinbar zufällig kennenlernen und die spirituellen Erfahrungen, die wir machen, sind möglicherweise gar nicht zufällig. Sie sind vielleicht das Ergebnis des Aussendens unserer eigenen Energiesignatur. Wenn man im Bewusstseinsfeld mit seinem Seelenfreund in Kontakt treten will, bevor man ihm persönlich begegnet, dann sollte man diese Absicht und dieses Gefühl bei seiner täglichen Seelenarbeit in das Feld fließen lassen. Zum Beispiel kann man während der Meditation oder dem Gebet das Gefühl, seinem Seelenfreund begegnen zu wollen,
einfließen lassen. Oder man schreibt über seine Gefühle und Sehnsüchte. Wenn man sich Gutes tut, kann man das Gefühl, einen Seelenfreund zu haben, darin einfließen lassen, in diesen Bereich der Seelenarbeit, über den es ins Bewusstseinsfeld gelangt. Was man nicht tun sollte, ist, vorgefertigte Vorstellungen einfließen zu lassen. Zum Beispiel darüber, wie der Seelenfreund aussehen soll, wer er oder sie ist, was man über sie oder ihn weiß. Das hat mit Kontrolle zu tun. Wenn man wirklich für seinen Seelenfreund bereit ist, ist man auch bereit, die Kontrolle aufzugeben, denn ein Seelenfreund ist letztlich eine Seelenverbindung. Das hat nichts mit äußerlichen Zuständen und Ideen zu tun. Es hat vor allem mit dieser Seelenverbindung zu tun. Und deshalb sollte man vor allem das Gefühl einfließen lassen. Jeder einzelne Mensch wird durch Schwingungsfrequenzen charakterisiert, die die Proteine widerspiegeln, aus denen unser Körper besteht. Von Bedeutung ist dabei, dass manche Menschen mit ihren individuellen Frequenzen besser zu einem passen als ein Mensch mit anderen Frequenzen. Passende oder komplementäre Frequenzen interagieren miteinander oder, physikalisch ausgedrückt, sie interferieren miteinander. Wenn zwei nah verwandte Frequenzen zusammenkommen, resultiert ihr Interferenzmuster in einer Verbesserung, einer Verstärkung des Felds. Das nennt man konstruktive Interferenz. Dadurch können zwei Individuen, die sich ähnlich sind, über das Feld kommunizieren. Die charakteristischste und am einfachsten zu verstehende Kommunikation ist die zwischen Mutter und Kind. Sie sind natürlich sehr stark miteinander verbunden. In der Tat trägt das Kind aufgrund der Prozesse, die bei der Embryonalentwicklung auftreten, Zellen der Mutter in sich. Und ebenso besitzt die Mutter Stammzellen des Kindes, sodass Mutter und Kind teilweise dieselben Zellen mit denselben Rezeptorfrequenzen haben. Das Ergebnis ist, und das ist sehr interessant, denn das berichten Mütter immer wieder, dass Mütter wissen, wenn etwas mit ihrem Kind passiert, ganz egal, wo sich das Kind befindet. Es ist eine sehr häufige Erfahrung, dass eine Mutter weiß, dass ihr Kind Schmerzen hat, auch wenn sie auf der anderen Seite des Erdballs ist. Das ist ein Beweis für die Tatsache, dass Kommunikation zwischen Individuen über das Feld stattfinden kann, genauer gesagt durch Identitätsrezeptoren auf der Oberfläche unserer Zellen. Das Entscheidende ist, es muss nicht das eigene Kind sein. Es können Menschen sein, mit denen man in diesem Feld komplementär ist, mit denen man über derartige Distanzen kommunizieren kann. Interessanterweise können Menschen, wenn sie lange genug als Paar zusammenleben, tatsächlich diese dieses Feld als Kommunikationsmedium nutzen, ohne Worte zu verwenden. Es ist manchmal sehr lustig, einem Paar zuzuhören, das schon lange zusammen ist. Sie kommunizieren in völlig unvollständigen Sätzen, ohne Subjekt oder Verb. Und trotzdem verstehen beide die Kommunikation, während ein Außenstehender keine Ahnung hat, worüber sie reden. Das rührt daher, dass wir zwei Kommunikationsebenen haben, das Feld und über Teilchen den Körper. Es ist interessant, dass wir jetzt anfangen, die Auswirkungen des Felds zu bemerken. Es ist sehr wichtig, sowohl für unsere kommunale Organisation als auch für unser eigenes physiologisches Ausdrucksvermögen, die Macht der Schwingungen zu erkennen und wie sie unsere Biologie beeinflussen kann. Hirnwellen sind ein Beispiel für Bewusstsein. Und Bewusstsein kann sich als Welle ausbreiten. Wellen kann man zu numerischen Werten von Teilchenwellen, Amplituden, Frequenzen, Spins, Codes und Information reduzieren. Professionelle Numerologen untersuchen diese Zahlen und Codes. Sie untersuchen die numerischen Werte der Positionen der Sterne und der Planeten zum Zeitpunkt unserer Geburt, unseres Geburtsortes und unseres Namens. Kann hochentwickelte Numerologie unsere Beziehungen und mögliche zukünftige Ereignisse bestimmen? Zahlen haben harmonische und unharmonische Beziehungen zueinander, genau wie in der Musik. Man hört eine bestimmte Musik und weiß sofort, die mag ich nicht, sie irritiert mich. Da ist zu viel Disharmonie. Dasselbe gilt für Zahlen.
Sagen wir, jemand hat vorwiegend Werte von Dreiern, Sechsern und Neunern in seinem Bauplan und der trifft jemanden mit vielen Vierern und Achtern. Dann wird er nicht von vornherein so gut mit ihm klarkommen wie mit jemandem, der ebenfalls die kreativen Dreier, Sechser und Neuner in seinem Bauplan hat. Genauso gibt es bestimmte Zahlen, die sich geradezu magnetisch anziehen, etwa die 4 und die 8. Die haben eine beinahe schicksalhafte Beziehung miteinander. Es wird sehr komplex, wenn wir uns das Zahlenlied jeder einzelnen Person ansehen. Man bekommt zwei Baupläne und fügt sie zusammen, wie in einem Musical. Man nimmt zwei Melodien oder Harmonien und schaut, was dabei herauskommt. Ist das Resultat misstönend oder nicht? Bei Menschen sieht man sehr gut, dass ihre Zahlen entweder gut zusammenpassen, kompatibel sind oder vollständig harmonisch, weil die Zahlen miteinander in Resonanz stehen. Sie beschreiben den Schlüssel dazu, wer man ist. Deine Seelenenergie ist ein einzigartiges Signal, das in ein Feld gesendet wird, in das auch die Seelenenergie deines Seelenfreundes gesendet wird. Hier wird deine Seele mit der deines Seelenfreundes verbunden. Hier hast du bereits eine Beziehung mit deinem Seelenfreund, ganz gleich, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Genauso irrelevant ist es, ob man sich der Sehnsüchte und Gefühle seiner Seele bewusst ist oder nicht, denn auf dieser Ebene ist man ja bereits mit dem Seelenfreund verbunden. Das Ziel ist es, sich auf dieser Ebene seiner selbst bewusst zu werden, damit man seine Seele in das Bewusstseinsfeld senden kann. Indem der Seelenfreund dasselbe tut, beginnt und beschleunigt man den Prozess, den Seelenfreund auf der physischen Ebene zu finden, sodass man ihn tatsächlich eines Tages treffen und eine alltägliche Beziehung zu ihm aufbauen kann. Unsere DNA bildet unseren gesamten genetischen Bauplan ab. Hier wird alles über uns in den Buchstaben der DNA-Matrix-Codesprache repräsentiert. Unser Schicksal erscheint aufgrund dieses unveränderlichen Bauplans determiniert. Dr. Fritz Albert Popp, der Entdecker der Biophotonen, bewies 1976, dass der Ursprung menschlicher Lichtemissionen in unserer DNA liegt, dem Kernreaktor, aus dem wir unsere persönliche Energiesignatur übertragen. Dr. Bruce Lipton hat eine revolutionäre Entdeckung gemacht, die beweist, dass der DNA-Kern nicht das Gehirn der Zelle ist, sondern dass das Intelligenzzentrum der Zelle die Membran selbst ist. Die Membran empfängt Signale von unserem Bewusstsein und schreibt den DNA-Code. Zum ersten Mal in der Geschichte beweist Dr. Bruce Lipton, dass wir unsere DNA umprogrammieren können. Wenn wir mit unserem Bauplan unzufrieden sind, und dass wir so eine neue Nachricht über uns ins Universum senden können. Tatsache ist, dass die Zellmembran der menschlichen Zelle letztlich ein Informationsprozessor ist. 1985 begriff ich, dass dieser Prozessor eine sehr interessante und wichtige Definition hat. Die Definition einer Membran lautet, dass sie ein Flüssigkeitskristall-Halbleiter mit Schleusen und Kanälen ist. Als ich 1985 auf diese biochemische Beschreibung kam, war ich sehr amüsiert, weil ich genau dieselbe Definition schon einmal woanders gehört hatte. Ich musste erst danach suchen, schließlich fand ich sie in einem Buch namens »Den Mikroprozessor verstehen«, ein Anfängerbuch darüber, wie man einen Computer benutzt. Im Prinzip ist die Definition Flüssigkristallhalbleiter mit Schleusen und Kanälen genau dieselbe wie die für einen Computerchip. Das alles führte zu einem sehr einfachen und doch tiefgreifenden Verständnis. Man kann die Zelle als Informationsprozessor betrachten, weil die Zellmembran die Umwelt liest und die Biologie entsprechend anpasst. Der Kern der Zelle mit seinen Genen ist die Festplatte. Und die Gene sind die Programme. Unsere alte Denkweise ist, dass der Kern und seine Programme Read-Only Memory sind, was bedeutet, dass das, was in unseren Genen steht, unser Schicksal ist.
Die neue Sichtweise besagt dagegen, dass der Kern der Zelle nicht read-only ist, sondern read-write. Das bedeutet, dass die Zelle programmierbar ist. Man setzt sie in eine Umwelt. Sie liest die Umwelt und passt die Genexpression an die Anforderungen dieser Umwelt an. Das heißt, wenn man genetisch identische Zellen nimmt und eine davon in eine Kultur mit bestimmten Umwelteinflüssen tut, die dazu führen, dass sie eine Muskelzelle wird, kann man eine identische Zelle in eine andere Umwelt setzen, die die Eigenschaften dieser Umwelt liest und so zu einer Knochenzelle wird. Die Zellen sind also programmierbar in Abhängigkeit zu Informationen aus der Umwelt. Und noch etwas, um das ganz deutlich zu machen. Wenn man Zellen in einer Kulturschale einer ungünstigen Umwelt aussetzt, dann werden diese Zellen krank und fangen an zu sterben. Wenn man dieselbe Kulturschale nimmt und einer günstigen Umwelt aussetzt, dann erholen sich die Zellen, fangen sich an zu vermehren und die Kultur blüht auf. Wenn man das auf den Menschen überträgt, sieht man, dass der menschliche Körper nichts anderes ist als eine mit 50 Billionen Zellen gefüllte, mit Haut bedeckte Petrischale. Wenn man diese menschliche Petrischale nimmt und einer ungünstigen Umwelt aussetzt, werden die Zellen krank und fangen an zu sterben. Wenn man sie einer günstigen Umwelt aussetzt, erholen sie sich schnell und blühen auf. Die wichtige Erkenntnis daraus ist, dass unser Gesundheitszustand letztlich die Umwelt, in der wir leben, widerspiegelt. Er sagt, trau mir nicht, ich werde dich quälen. Und ich schwöre dir, das ist genau das, was am Ende passiert ist. Mich quält diese Beziehung. In jedem von uns gibt es 36 menschliche Chromosomen mit fast 3 Milliarden Basenpaaren DNA. Das heißt, dass 3 Milliarden Fäden unsere gesamte persönliche Information speichern. Wenn wir unsere Festplatte durch Reorganisation unserer Gedanken, unserer Gefühle und unseres höheren Bewusstseins neu speichern können, können wir unseren persönlichen Bauplan umprogrammieren, um all das zu werden, was wir uns wünschen. Indem unsere persönliche Energiesignatur diese neue Botschaft aussendet, werden wir andere Menschen durch Zufallsbekanntschaften kennenlernen. Ebenso werden wir neues Wissen erlangen, das wir auf unsere Erleuchtung, unsere Beziehungen, unsere Karriere und unseren Lebenssinn anwenden können. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass das Herz nicht nur das stärkste Zentrum unseres Körpers ist, sondern auch das intelligenteste, mit der Fähigkeit der Vorausahnung. Wenn wir eine Kohärenz zwischen unserem Geist und unserem Herzzentrum herstellen können, können wir leichter Zugang zu unseren Intuitionen bekommen. Eine der interessantesten Untersuchungen, die wir mit unserem Chefforscher Dr. Roland McCrady am HeartMath-Institut durchgeführt haben, war eine Studie zu Intuition und intuitiver Resonanz. In dieser Studie gab es Probanden, die vor einem Computer saßen und verdrahtet waren. Man maß ihre Gehirnwellen, ihre galvanische Hautreaktion, ihre Herzwellen, ihre Pulsvariabilität und solche Dinge. Der Proband sollte einen Knopf drücken und nach einer kurzen Verzögerung erschien ein Bild auf dem Monitor. Der Computer wählte die Bilder rein zufällig aus. Niemand wusste, welches Bild als nächstes erscheinen würde. Einige Bilder waren angenehm, andere grauenvoll. Wir fanden heraus, dass der Körper in vielen Fällen auf das Bild reagierte, wie er normalerweise auf das Bild reagieren würde, aber etwa bereits 6 Sekunden bevor das Bild auf dem Schirm erschien. 6 Sekunden vorher begann der Körper das zu tun, was er normalerweise tut, wenn das Bild da ist. Es war eine sehr komplizierte, sehr detaillierte Studie, die in 2 Teilen im Journal of Complementary and Alternative Medicine veröffentlicht wurde. Die Analyse der Daten offenbarte etwas sehr, sehr Interessantes. Sie zeigte, dass als die Reaktion begann, der erste Teil unserer Physiologie, der die intuitive oder präkognitive Antwort lieferte, das Herz war. Das Herz reagierte vor dem Gehirn,
Es durchlief einen Verlangsamungsprozess, der dem Bild entsprach, das gezeigt werden würde. Etwa 1,5 Sekunden später begann das Hirn das zu tun, was es im Hinblick auf das Bild tun würde. Im menschlichen System, auf physiologischer Ebene, beim Messen der intuitiven Reaktion, war es das Herz, das zuerst ansprach. Ich war fasziniert, als ich die Zusammenfassung der Studie las, denn sie besagte letztlich, dass wenn ein bevorstehendes Ereignis signifikant oder emotional ist, dass wir dann eine Tendenz haben, es zu spüren und darauf zu reagieren, bevor es tatsächlich eintritt. Unser Körper hat die Fähigkeit, und das tut er auf vielfache Weise, nach zukünftigen Ereignissen zu suchen. Das tut er die ganze Zeit. Aber das ist etwas, dessen wir uns nicht bewusst sind. Wir wissen nicht, dass es das gibt. Wir wissen nicht, dass wir das tun. Der Witz ist natürlich, dass es sehr nützlich für uns wäre, diese Fähigkeit weiterzuentwickeln. Es hätte ja einen großen praktischen Nutzen für die Gestaltung unseres Lebens. Das war nur eine von vielen Studien, die anfängt, etwas zu entschlüsseln, das bislang mystisch und vage war, nämlich Intuition. Was ist Intuition? Ich bin sicher, dass es hier noch viel mehr zu entdecken gibt. Aber hier haben wir eine Studie, die zeigt, dass es eine Reaktion gibt, dass der Körper selbstständig nach zukünftigen Ereignissen sucht. Und die erste Reaktion in diesem ganzen Prozess ist nicht das Gehirn, sondern das Herz. Wir wissen, dass unser gesamtes Biosystem sich verändert, wenn wir voll konzentriert sind. Wenn jemand lernt, in dieser auf die Quantenwelt abgestimmten Art und Weise bewusst und präsent zu sein, sich zu öffnen, anstatt sich engstirnig, problemfixiert und angstbasiert zu fokussieren, wie wenn man an eine Bedrohung denkt und sich nur auf ein Problem konzentriert, wodurch alle unsere inneren Organe beginnen, sich zu verkrampfen und unser emotionales System anfängt, überzureagieren. Wenn wir fühlen und spüren, wenn wir in positiver Weise voll konzentriert sind, öffnen sich unsere inneren Organe. Sie fangen an, sich zu entspannen. Unser Aufmerksamkeitsfeld wird breitbandig fokussiert, anstatt engbandig fokussiert. Studien haben gezeigt, dass wir in diesem Zustand wesentlich mehr Informationen verarbeiten können. Wenn wir in diesem Zustand sind, haben wir das Gefühl, dass sich die Zeit verlangsamt. Von Zeitgefühlsstudien bei Filmvorführungen wissen wir, dass wenn wir in einen Projektor mehr Informationen innerhalb eines festen Zeitrahmens geben, dann entsteht die Illusion, dass sich die Zeit verlangsamt. Und genau das erleben Menschen oft, wenn sie in diesem Zustand größeren Bewusstseins im Quantenfeld sind. Sie beginnen zu fühlen, dass sie viel effektivere Entscheidungen treffen können, in einer Art kontinuierlichem Flow. Wir haben alle eine Ahnung davon, wie es ist, in so einem Zustand zu sein. Es sind diese magischen Momente, ein paar Stunden, Tage oder sogar ein paar Wochen lang, in denen man das Gefühl hat, dass einfach nichts schiefgehen kann. Alles klappt einfach wie am Schnürchen. Man ist zur rechten Zeit am rechten Ort, man bekommt genau die richtige Information zur richtigen Zeit, man fängt an zu glauben, dass man zu den richtigen Entscheidungen geführt wird. Das ist ein Teil dessen, wovon wir sprechen, wenn es darum geht, sich mehr auf die Quantenebene einzustellen. 1992 entdeckte Professor Walter Schemp, wie Atome miteinander über jegliche Distanz durch das Feld kommunizieren. Er fand heraus, dass Atome, wenn ihre Elektronen in einem höheren Frequenzorbit um das Proton kreisen, Lichtwellen emittieren, die intelligente Information enthalten. Ganz ähnlich wie unsere Gehirnwellen in einen höher frequenten Wellenzustand kommen, wenn wir reden und kommunizieren. Er entdeckte, dass das Atom, wenn das Elektron auf eine niederfrequentere Wellenlänge springt, Photonen empfängt, die intelligente Information enthalten, so als ob sie zuhören. Ganz ähnlich wie unser Gehirn in einen niederfrequenteren Hirnwellenzustand kommt, wenn wir jemandem zuhören. Der Zeitpunkt, wann ein Elektron auf höher oder niederfrequentere Orbits springt, ist absolut zufällig und kann durch keine mathematische Formel quantifiziert werden. Genau wie zufälliges menschliches Verhalten. Es gibt noch eine Reihe anderer Verhaltensweisen in der Quantenmechanik, die Physiker an zufälliges menschliches Verhalten erinnert. Im Gegensatz zu Modellen, die reproduzierbares, verlässliches mathematisches Timing ermöglichen, wie der Sonnenaufgang zur exakt berechneten Zeit und der Umlauf der 9 Planeten um die Sonne.
In der Quantenwelt ist es bei verschiedenen Funktionen des Atoms und seiner Komponenten sehr schwierig, präzise Zeitvorhersagen und Wiederholungen von Ereignissen zu finden. Niels Bohr und Werner Heisenberg stellten Einstein 1927 bei der 5. Solvay-Konferenz zur Quantenmechanik ihre Idee vor, dass die Gedanken der Forscher den Drehimpuls des Spins des Elektrons um das Proton beeinflussen. Sie kamen darauf, weil sie ständig unterschiedliche Daten erhielten, wenn verschiedene Forscher dasselbe Experiment durchführten. Die Daten waren immer zufällig und konnten nicht in einer reproduzierbaren, verlässlichen mathematischen Formel dargestellt werden. Sofern die Gesetze der Mathematik sich auf die Realität beziehen, sind sie unsicher. Und sobald sie sicher sind, beziehen sie sich nicht auf die Realität. Albert Einstein. In seinem Buch Die seltsame Theorie des Lichts und der Materie versuchte Richard Feynman, das Verhalten von Lichtteilchen aus einer Lichtquelle, die von einem Stapel Glasplatten zurück zu einem Detektor reflektiert werden, quantitativ zu bestimmen. Photonen haben drei Optionen, wenn sie auf eine Glasplatte treffen. Erstens, sie durchqueren die Glasplatte. Zweitens, sie reagieren mit dem Glas und streuen sich darin. Und drittens, sie werden reflektiert und werfen das Bild einer Glasplatte zurück. Feynman ließ einen Lichtstrahl auf mehrere Glasplatten prallen, sodass die Lichtteilchen die Wahl hatten, entweder zurückgeworfen zu werden, mit dem Glas zu reagieren oder durch es hindurchzugehen, um auf die nächste Glasplatte zu treffen. Er wollte herausfinden, ob er eine Formel dafür finden konnte, die bestimmte, welche Photonen reflektiert, welche gestreut und welche durch das Glas hindurchgingen und auf eine weitere Glasscheibe treffen würden. Unabhängig von der Wellenlänge des Lichts und anderen Parametern gab es keine Möglichkeit, das merkwürdige Verhalten von Licht und Materie quantitativ zu bestimmen. Die Lichtteilchen verhielten sich stets völlig zufällig, genau wie beim menschlichen Bewusstsein. Könnte die menschliche Willenskraft so stark sein, dass sie Lichtteilchen beeinflusst, verschiedene Schichten von Glas oder sogar massive Abdeckungen zu penetrieren? Der Psychologe Stanislav Ogek hat bewiesen, dass seine Willenskraft Macht über die Filmebene einer Kamera hat. Seine Willenskraft ist so stark, dass er eine Fotografie machen kann, während die Abdeckung des Objektivs verhindert, das Licht durch die Linse auf den Film trifft. Er hat das hunderte Male getan. Er hat sogar Fotografien gemacht, die unsichtbare, spirituelle Phänomene sichtbar gemacht haben. Seine Filme und Fotografien wurden von Kodak analysiert und als authentisch bewertet. Sie kamen nicht durch Doppelbelichtung oder andere Tricks zustande. Anomalien traten in Fotografien auf. Menschen wurden transparent und verschwanden. Es gab Lichterscheinungen und Gebilde, die einerseits menschlich erscheinen, andererseits aber definitiv nicht humanoid sind. Und die Anomalien gingen weiter. Über einen Zeitraum von vielleicht 4 Jahren, von 1974 bis, es war länger als das, von 1974 bis 1981 habe ich mehr als 5000 Fotos angesammelt, von denen 22% abnorm waren. '72 machte Stanislav Ogek bei einem Konzert von Seals and Crofts mystische Fotos, auf denen ein großes leuchtendes Gesicht über der Bühne mit der Band und Cher erscheint. Eine Gruppe von scheinbar göttlichen Wesen aus Licht gestikuliert oder tanzt gar zur Musik und wirft einen Blick in unsere Welt, ohne dass wir es auch nur ahnen. Haben Wesen aus Licht oder sogar Engel der spirituellen Musik von Seals, Croft und Cher gelauscht?
Haben diese Wesen Sie dazu inspiriert, diese Musik zu schaffen? Er hat Bilder mit aufgesetztem Objektivdeckel gemacht, sodass die Strahlung, die auf den Film gekommen ist, durch den Objektivdeckel hindurchgegangen sein muss. Und der schirmt sogar elektromagnetische Strahlung ab. Es muss also definitiv eine andere Form von Strahlung gewesen sein, und deshalb nenne ich diese Dinge subtile Energie. Das bedeutet nicht, dass sie schwach ist. Sie ist subtil in dem Sinn, dass sie sehr verschieden von der Energie ist, die man gemeinhin mit den vier Elementarkräften der klassischen Physik assoziiert. Das Modell des synchronisierten Universums von Dr. Claude Swanson kann möglicherweise erklären, wie man die unsichtbaren Dimensionen des Universums sehen kann, wie es zu Visionen und Erscheinungen kommt und wie wir mit diesen Dimensionen interagieren können. Vor allem aber kann es beweisen, dass diese Dimensionen Teil unserer Realität sind. Ich habe das Modell des synchronisierten Universums als einen Versuch entwickelt, die heutige Physik zu erweitern, um parapsychologische und paranormale Phänomene erklären zu können. Und natürlich Dinge wie übersinnliche Kommunikation und Fernmanipulation von Objekten. Es gibt auch Fähigkeiten, also bestimmte Fähigkeiten von Yogis. Qigong-Meister aus China haben Dinge gezeigt, wie durch Wände gehen. Schweben, Teleportation, Dinge, über die wir im Westen lachen und Science Fiction nennen. Aber es gibt Leute, die verlässliche Fähigkeiten haben, derartige Dinge zu tun. Unsere Wissenschaft muss in der Lage sein, solche Dinge zu erklären. Das Modell vom synchronisierten Universum geht davon aus, dass Materie nicht das ist, was wir denken. Materie besteht nicht aus kleinen Billardkugeln oder winzigen Quantenpunkten, die herumschwirren. Wenn wir von einem Teilchen an einem bestimmten Ort als feste Materie sprechen, dann ist das nach meinem Modell nichts weiter als ein Energieaustausch zwischen dieser Ladung bzw. diesem Teilchen mit allen anderen Teilchen im Universum. Im kleinen Maßstab bewegen sich Dinge unheimlich schnell. Und damit meine ich eine Größenordnung, die kleiner ist als ein Elektron, bis hinunter zur Planck-Länge, was die kleinste Einheit ist, die die Physik beschreibt. Auf dieser Größenebene muss eine Synchronisierung stattfinden. Teilchen sehen sich nur, wenn ihre Geschwindigkeiten gleich sind. Anders gesagt, in diesem Größenbereich bewegen sich alle Teilchen sehr schnell, mit Lichtgeschwindigkeit. Ein Teilchen kann in diesem System, in dieser Größenordnung, in dieser Geschwindigkeit, das folgt aus der speziellen Relativitätstheorie, nur in die Richtung gucken, in die es sich bewegt. Und wenn es ein Photon emittiert, dann kann es das nur in die Richtung tun, in die es sich in diesem Augenblick bewegt. Irgendwo weit entfernt könnte ein anderes Teilchen sein. Wenn die beiden miteinander wechselwirken sollen, dann muss das andere Teilchen dieselbe Geschwindigkeit wie das erste haben. Die primäre Wechselwirkung findet also nur zwischen Teilchen statt, deren Geschwindigkeiten im Moment der Wechselwirkung gleich ist. Einen Moment später schon verändert sich ihre Geschwindigkeit, denn sie haben beide einen Impuls voneinander bekommen. Und das führt dazu, dass die einzig stabile Lösung ein System ist, in dem die Teilchen miteinander synchronisiert sind. Die Teilchen, die mit der Zeit durchschnittlich konsistent wechselwirken, sind diejenigen, die winzige Orbits in sehr kleinen Größenordnungen bis hinunter zur Planck-Länge annehmen und sich synchronisieren. Man kann sehr viele andere Systeme von Teilchen haben, die eine andere Synchronisierung haben, etwa eine andere Oszillationsfrequenz oder eine andere Phase in einem Teil ihres Orbits, sodass sie in verschiedene Richtungen gucken. Diese Teilchen werden normalerweise nicht die erste Gruppe von Teilchen sehen. Sie wären für uns unsichtbar. Man mag sie gelegentlich als Quantenrauschen sehen. Vielleicht ist das sogar der Ursprung des Quantenrauschens. So kommt man schließlich zu einem System, das man sich wie einen Stapel Papier denken kann, bei dem ein Blatt Papier unser physikalisches Universum darstellt. Die Teilchen auf diesem Blatt Papier sind die, die miteinander synchronisiert sind. Das ist unsere physikalische Realität. Das, was unsere heutige Physik zu erklären versucht. Hier sind unsere physikalischen Gesetze anwendbar.
Aber man kann viele andere Blätter Papier haben mit parallelen Systemen, die ein wenig anders synchronisiert sind. Maßstabsvergrößerungen, paranormale Phänomene, Torsion, diese anderen Kräfte, von denen wir gesprochen haben. Diese Dinge tun nichts anderes, als unser kleines Blatt Papier zu verschieben, sodass wir mit den anderen parallelen Systemen interagieren können. Das ist möglich, wenn man nicht mehr auf eine vierdimensionale Realität beschränkt ist, sondern fünf, sechs oder sieben Dimensionen hat, die durch die Interaktion mit anderen Parallelsystemen entstehen. Wenn das passiert, werden seltsame Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren. Nach dem Modell des synchronisierten Universums können wir, wenn unsere eigene Frequenz sich mit einem Paralleluniversum synchronisiert, dieses wahrnehmen. Und zwar in Form einer Vision, der Fähigkeit zu schweben, durch Wunder, Wissen, Erleuchtung und sogar Heilung. Unsere Körper bestehen aus Atomen und subatomaren Teilchen. 99,9% unseres Körpergewichts stammt von Protonen und Neutronen, die aus Hexagonen aus 6 Quarks bestehen, die als Paare auftreten. Unter den Quarks gibt es das mysteriöse Strange Quark und das Anti-Strange Quark. Sie werden Strange genannt, weil sie die merkwürdige Eigenschaft besitzen, willkürlich aus dem Atomkern zu verschwinden und wieder aufzutauchen. Es gibt kein mathematisches Modell, das in der Lage wäre zu beschreiben, wann das geschieht. Gibt es eine Verbindung zwischen dem Verhalten der Strange Quarks und dem menschlichen Bewusstsein? Wenn wir wissen, dass wir aus einem signifikanten Anteil von Strange Quarks bestehen, dann wissen wir auch, dass dieser Anteil von uns sich ständig zufällig dematerialisiert und rematerialisiert. Bis jetzt hat niemand herausgefunden, wohin die Strange Quarks verschwinden, außer der Tatsache, dass sie in andere Dimensionen entschwinden und wieder auftauchen. Verschwinden sie in andere Dimensionen, um Informationen zu erhalten oder über eine Distanz zu kommunizieren? Das Verhalten beweist, dass ein Teil unseres Bewusstseins in andere Dimensionen reist. Kann das dazu beitragen, Fernkommunikation und Telepathie zu erklären? In den 1970er Jahren benutzten Präsident Carter, die CIA und die Air Force zwei Parapsychologen, die in Fernwahrnehmung trainiert waren, um einen verschwundenen russischen Tu-22-Bomber aufzuspüren. Die Parapsychologen gaben der Air Force blind die Ortskoordinaten an, durch die die Air Force ihre Satellitenkameras tief in den Dschungel Afrikas richten konnte und den Ort identifizierte, an der die russische Tu-22 abgestürzt war. Die Sache, wo Carter erzählt, dass zwei Spezialisten der Fernwahrnehmung benutzt wurden, um einen vermissten Bomber, der im Dschungel abgestürzt war, zu finden, zeigt, wie präzise und hilfreich Fernwahrnehmung sein kann. Seine Aussagen dazu waren zwar ein wenig vereinfacht, so war etwa mehr als nur ein Parapsychologe involviert. Sie haben es mehrmals getan und ihre Ergebnisse miteinander verglichen. Aber Tatsache ist, dass das erstens tatsächlich gemacht wurde und zweitens, dass es über einen längeren Zeitraum bei wichtigen Fällen angewendet wurde. Und auch wenn Sie heute behaupten, dass es das Programm nicht mehr gibt, das haben Sie auch gesagt, bevor Sie zugegeben haben, dass das Programm überhaupt existierte. Da kann jeder seine eigenen Schlüsse ziehen. Der Punkt ist, dass unser Bewusstsein tatsächlich dazu genutzt werden kann, Informationen zu erhalten, die wir sonst nicht bekommen könnten. 1979 evaluierte der Kongressabgeordnete Charles Rose, damals Vorsitzender des Geheimdienstunterkomitees, das geheime parapsychologische Spionageprogramm der US-Regierung. Er warnte, dass wir, wenn die Russen diese Fähigkeiten hätten und wir sie nicht weiter verfolgten, in ernsthafte Schwierigkeiten kommen könnten. Es gibt eine Menge von Beweisen, dass es diese parapsychologischen Programme tatsächlich gegeben hat, darunter auch Versuche zur Fernwahrnehmung. Was veröffentlicht wurde, war das 20 Jahre laufende Programm zur Fernwahrnehmung, das in den 70er Jahren von der CIA unter der Leitung von Hal Patoff initiiert wurde.
Bei ihren ersten Experimenten fanden sie heraus, dass sie sich Labore in Russland ansehen konnten. Eines der ersten war das Labor in Semipalatinsk, in das die CIA damals noch nicht hineingucken konnte. Sie sahen ein Gebäude, große Strukturen und viel Aktivität. Aber sie wussten nicht, wozu es benutzt wurde. Einer der ersten Erfolge war, dass ein Mann namens Pat Price über Fernwahrnehmung in das Gebäude hineinsehen konnte. Er sah Kranbrücken außerhalb des Gebäudes, die auf Schienen rechts und links des Gebäudes entlangfuhren. Er sah riesige Stahlsphären, die mit speziellen Schweißtechniken hergestellt wurden. Manche Teile der Sphären waren etwa 30 cm dick. Wir konnten damals keine so großen Strukturen schweißen, aber die Russen hatten eine Technik dafür entwickelt. Durch die Fernwahrnehmung fand man heraus, dass diese Teile zu riesigen Untergrundsphären werden sollten, die Energie aus Explosionen auffangen sollten, um diese Energie für eine Strahlwaffe zu nutzen. Es war Teil des russischen Strahlwaffenprogramms. Als Ronald Reagan in den 80er Jahren das Star Wars-Programm auflegte, war das eine Reaktion auf diese Technologie. Die erste Ahnung, dass die Russen an so etwas arbeiteten, bekamen wir von Pat Price's Fernwahrnehmung in den Jahren 1974 und 75. Während der Höhepunkt der Entwicklung von Nuklearwaffen in den Vereinigten Staaten eine 15 Megatonnen Atombombe war, waren die Russen weit überlegen. Am 30. Oktober 1961 testeten sie eine 50 Megatonnen Wasserstoffbombe. War parapsychologische russische Spionage über die geheimen Waffenprogramme der USA der Schlüssel dazu, diesen Vorteil zu erreichen? Heute, nach dem Ende des Kalten Krieges, widmet sich die parapsychologische Forschung in Russland hauptsächlich friedlichen Zwecken. Konstantin Korotkov ist Professor für Physik an der Technischen Hochschule in St. Petersburg. Er ist der Erfinder der ersten Kamera, die tief in das Energiefeld der menschlichen Aura und ihr Informationsband blicken kann. Das Gerät heißt GDV. Eine Computersoftware liest die Daten, die das GDV aus der Aura einer Person gewinnt. Es kann Brüche im Energiefeld sehen, frühe Zeichen für Organschädigungen erkennen und Veränderungen des Feldes beobachten, die durch höhere Bewusstseinszustände ausgelöst werden. Es kann die Amplitude der Energie messen, die aus den sieben Energiezentren kommt, kann bestimmen, wie gut die sieben Energiezentren miteinander kommunizieren und sogar Telepathie und Heilung sichtbar machen. Es war eine wirklich interessante Zeit. Wir bauten ein Forschungszentrum außerhalb der Stadt in einer entlegenen Gegend auf. Wir bekamen ein Haus und statteten es mit allem Equipment aus, das wir uns damals vorstellen konnten. Und dann luden wir Menschen ein, talentierte Hellseher und andere Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten. Wir trainierten sie im Umgang miteinander und lehrten sie telepathische Kommunikation und führten dabei natürlich die ganze Zeit Messungen durch. Es gab viele Sessions über Jahre hinweg. Wir kamen zu sehr interessanten Ergebnissen, die alle in geheimen Berichten veröffentlicht wurden. Natürlich wurden sie nie in Zeitschriften veröffentlicht, aber wir bewiesen, dass telepathische Kommunikation tatsächlich möglich ist. Und zwar auf wissenschaftlicher Basis. Unser Ansatz war anders als der von Russell Targ oder anderen Forschern. Unser erster Schritt war es, bestimmte Leute zu finden, die miteinander kommunizieren konnten. Ich bin mir absolut sicher, dass effektive Kommunikation zwischen Menschen möglich ist, die aufeinander abgestimmt sind oder eine spezielle Verschränkung miteinander haben. Das kann ein Mann und eine Frau, ein Mann und ein Mann oder eine Frau sein. Das Geschlecht spielt keine Rolle.
Es ist eine Frage der spirituellen Verbindung. Wenn sie da ist, dann kann man lernen, miteinander zu interagieren. Aus unserer Sicht ist es sehr wichtig, Leute auszuwählen, sie zu trainieren und aufeinander abzustimmen. Dann kann man möglicherweise effektive Kommunikation erreichen. Bekommen wir Nachrichten von anderen, ohne es zu merken? In diesem Experiment wollten wir zeigen, ob es möglich ist, Heilungsenergie zu senden und zu messen. Energie der Liebe zu senden. Wenn wir also liebende Energie zu jemandem senden, der nicht direkt in der Nähe ist, sondern in einem anderen Raum, wird er sie empfangen? Und wenn er sie empfängt, wie äußert sich das? Das war der Zweck des Experiments. Wir haben es mit einem Forscherteam aus Slowenien durchgeführt. Hier sehen wir die Person, die die Energie sendet. Die rechte Seite sendet die Energie und hier wird sie empfangen. Also von rechts senden wir. Die emotionale Seite ist immer rechts. Und hier sehen wir einen kleinen Impuls. Und auch den haben wir aufgezeichnet. Er ist außerhalb des Körpers, er verlässt ihn. Der Impuls verlässt den Körper. Genau. Und der Empfänger empfängt den Impuls. Schau mal seine Form an. Wie weit waren die beiden Personen bei dem Experiment physisch getrennt? Zwei Gebäude. Zwei Gebäude? Dieser Impuls ging durch zwei Gebäude bis hin zu? Dieser Person, die sie empfangen hat. Und das ist wissenschaftlich durch Biophotonenemissionen dokumentiert? Ja, ja. Wenn wir eine Nachricht an jemanden senden, auf den wir mental abgestimmt sind, wird er sie hören? Wird er sie empfangen? Wir haben Messgeräte bei beiden Testpersonen, Sender und Empfänger. Und beide sind an verschiedenen Orten physikalisch getrennt. Das kann Moskau und St. Petersburg sein. Oder der Himalaya und Moskau, Nepal und Moskau, Venezuela und Moskau. Wir haben viele Experimente dazu gemacht. In jedem Fall haben wir die astronomische Zeit gemessen. Heute ist es möglich, all das mit GPS zu korrelieren. Wir haben den Zeitpunkt des Sendens der Emotion gemessen, denn wir senden keine Bilder und auch keine Buchstaben, sondern Gefühle. Das Ziel ist es, diese Emotion am anderen Ende zu entschlüsseln. Wir messen also das Senden und Empfangen anhand biophysikalischer Größen. Und zwar durch Elektrofotografie, Elektrophonik und einer Balance-Plattform. Auf diese Weise können wir den Zeitpunkt des Sendens und Empfangens genau bestimmen. In allen Experimenten haben wir nachgewiesen, dass es keinen Zeitunterschied gibt. Null? Null. Spukhafte Fernwirkung. Genau, sofortige Wirkung. Wenn die moderne Wissenschaft immer mehr beweist, dass Telepathie, die schneller ist als das Licht, funktioniert, wie wird diese sofortige Fernkommunikation unsere Sichtweise und unser Wissen darüber verändern, wie mächtig jeder von uns ist? Durch unsere Telepathie-Experimente wurde klar, dass man im Prinzip zu jedem Menschen auf der Welt Kontakt aufnehmen kann, wenn man sich auf ihn eintunt. Das braucht natürlich etwas Übung und Vorstellungskraft. Man muss es erst lernen, aber es ist im Prinzip nicht schwer.
Ich mache zum Beispiel nicht mehr gerne Telefonanrufe. Ich finde es langweilig, Knöpfe zu drücken und dann ist es besetzt und man muss es nochmal versuchen. Wenn ich jemanden kontaktieren will, dann kontaktiere ich einfach den Geist dieses Menschen und sage ihm, er soll mich anrufen. Das klappt ziemlich gut. Die Leute rufen an oder kontaktieren mich irgendwie. Es funktioniert wirklich hervorragend. Kann eine telepathische Nachricht vom Mond zur Erde gesendet werden? Der Astronaut des Apollo 14-Programms, Edgar Mitchell, glaubte an die Macht der menschlichen Aura und an Telepathie. Und so führte er 1971, als er auf dem Weg vom Mond zurück zur Erde war, ein Experiment durch. Der Astronaut Edgar Mitchell war in einem Team von zwei Astronauten, die als Letzte auf dem Mond waren. Und das war die dritte Gruppe, die auf dem Mond war. Auf seinem Rückflug entschloss er sich, ein parapsychologisches Experiment zu machen. Er erzählte seinen Vorgesetzten nichts davon. Er hatte mit einigen Parapsychologen verabredet, dass er ihnen telepathisch Botschaften sendet. Es gibt ein Kartenset, das Zehnerkarten genannt wird und das Symbole abbildet. Auf dem Rückflug vom Mond, er war etwa 300.000 Kilometer von der Erde entfernt, sandte er zu bestimmten Zeiten Signale an die Parapsychologen auf der Erde. Als er zurück war, verglich er, was er gesendet hatte, mit dem, was sie zu empfangen geglaubt hatten. Das Ergebnis war sehr akkurat, weit über Zufallstreffer hinaus und bewies, dass Telepathie auch über derartig große Distanzen funktioniert. Derzeit sieht es so aus, als ob es keine Grenze für übernatürliche Kommunikation in Bezug auf Entfernung oder Zeit gibt. Subtile Energien sind schneller als Licht. Wenn ich eine Reaktionsgleichung visualisieren will, zum Beispiel an einer Tafel, dann schreibe ich da Masse drauf mit Pfeilen vor und zurück zur Energie. Das ist letztlich das, was wir die letzten 400 Jahre in der herkömmlichen Wissenschaft getan haben. Die Verbindung ist natürlich Einsteins E gleich mc Quadrat. Aber wir wollen die klassische Wissenschaft erweitern, um das menschliche Bewusstsein einzuschließen. Unsere Experimente zeigen, dass das funktioniert, heute und in der Welt, in der wir leben. Nur sind wir uns nicht alle einig, was Bewusstsein eigentlich ist, also sollten wir nicht fragen, was Bewusstsein ist. Wir sollten fragen, was Bewusstsein tut. Der Astronaut Edgar Mitchell fand heraus, dass Bewusstsein im Weltall ein klareres Signal aussendet. Wissenschaftliche Studien scheinen zu bestätigen, dass Bewusstsein sich augenblicklich über weite Strecken hin manifestiert. Zumindest scheint das bei Entfernungen in der Größenordnung der Distanz zwischen Sonne und Erde so zu sein. Aufgrund der Tatsache, dass Bewusstsein weder durch Blei noch durch Gesteinsgebirge blockiert werden kann, die aber sehr wohl Gammastrahlen blockieren, nimmt Dr. William Tiller an, dass das Bewusstsein eine noch höhere Frequenz als Gammastrahlen hat, denn sonst könnte es nicht diese Barrieren durchdringen. Und damit Bewusstsein über Entfernungen in der Größenordnung unseres Sonnensystems augenblicklich übertragen zu werden scheint, muss es mindestens so schnell sein wie das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit, also 89,9 Milliarden Kilometer pro Sekunde. Die Theorie ist, dass sie alle schneller als Licht sind und man sie deshalb nicht beobachten kann. Und die Höchstgeschwindigkeit der magnetoelektrischen Energie ist meiner Theorie zufolge c hoch 2, also irgendwo zwischen c und c hoch 2. Dr. Tillers neues Modell des Bewusstseins hat mehrere Dimensionen. Es beginnt beim zweiten Chakra, das in der Lage ist, Bewusstsein als kohärente Information auf Frequenzen oberhalb des Gammaspektrums zu versenden. Im magnetoelektrischen Spektrum, auf Wellenlängen, die so klein sind und Frequenzen, die so hoch sind, dass sie jegliche subatomare Barrieren durchbrechen können.
Diese Bewusstseinsebene kann kohärente Informationen in Lichtgeschwindigkeit hoch 2 oder 89,9 Milliarden Kilometer pro Sekunde aussenden. Die Sonne ist etwa 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Das heißt, das Bewusstsein die Strecke zwischen Erde und Sonne im Bruchteil einer Sekunde zurücklegen könnte, genauer gesagt in einer 373. Sekunde. Auf der nächsten Ebene dagegen, der emotionalen Domäne, ist die Geschwindigkeit c hoch 2 bis c hoch 3. Dr. Tillers zweite Bewusstseinsebene strahlt vom Herzzentrum aus und kann Geschwindigkeiten bis zur dritten Potenz der Lichtgeschwindigkeit erreichen, also 26,9 Trilliarden Kilometer pro Sekunde. Das sind kosmische Dimensionen. Licht legt im Jahr ca. 9,5 Billiarden Kilometer zurück. Das Sternsystem der Plejaden ist etwa 440 Lichtjahre von der Erde entfernt, oder 4,15 Trilliarden Kilometer. Licht- oder Radiosignale wären also 440 Jahre dorthin unterwegs. Das Bewusstsein aber wäre auf diesem Level 26,9 Trilliarden Kilometer pro Sekunde schnell und könnte die 4,15 Trilliarden Kilometer in einer Viertelsekunde zurücklegen. Auf der Seelenebene ist das Bewusstsein zwischen C hoch 3 und C hoch 4 schnell. Dr. Tillers nächste Bewusstseinsebene strahlt ab dem Kronenchakra und aufwärts aus und erlaubt es, kohärente Informationen zur Andromeda-Galaxie, die 2,5 Millionen Lichtjahre weit von der Erde entfernt ist, im Bruchteil einer Sekunde zu senden. Auf dieser Ebene der Bewusstwerdung erreichen wir ultrakosmisches Bewusstsein. Das bedeutet, dass wir auf diesen höheren Bewusstwerdungsebenen einen Dialog mit anderen Galaxien führen könnten. Die Antwort darauf, wie wir Kohärenz, also perfektes harmonisches Bewusstsein in jedem unserer Energiezentren erreichen können, liegt in unserer Biologie. Eine sehr interessante Tatsache der Biologie ist, dass keine zwei Menschen gleich sind. Das kann man vom biologischen Standpunkt durch eine einfache Beobachtung feststellen. Wenn man Zellen oder Organe aus einem Körper nimmt und in einen anderen einsetzt, dann werden diese Zellen oder Organe von dem anderen Körper abgestoßen, weil das Immunsystem erkennt, dass sie nicht zu sich selbst gehören. Das bedeutet letztlich, dass jeder von uns ein Selbst besitzt. Wenn man das Nervensystem der Zelle verstehen will oder das Verhältnis der Membran zur Zelle, dann ist es sehr interessant, dass es auf der Oberfläche der Zelle eine Gruppe von Antennen oder Rezeptoren gibt, die man als Selbstrezeptoren bezeichnet. Für mich ist das eine sehr tiefsinnige Bezeichnung für diese Rezeptoren. Selbstrezeptoren, Empfänger des Selbst. Interessant daran ist, dass diese Rezeptoren, die eine Identität feststellen, auf der Außenseite der Zelle sitzen. Das ist von Bedeutung, denn was auch immer das Signal für das Selbst ist, es ist offenbar von dort draußen in der Umwelt und wird von diesen Rezeptoren aufgenommen. Für mich bedeutet das, dass unsere Identität nicht in unserem biologischen Körper steckt. Unsere Identität ist Teil des Feldes und unser Körper lädt sich diese Information aus dem Feld herunter. Wenn wir also über unsere persönliche Identität reden, dann können wir über diese Identität als isoliert und lokalisiert in unserem Körper sprechen. Oder aber über die Information oder Identität, die im Feld präsent ist. Cleve Baxter hat einige wunderbare Experimente durchgeführt. Er nahm Zellen eines Individuums, legte sie in eine Kulturschale und trennte die Zellen von dem Individuum über eine Distanz von 40 oder mehr Meilen. Mit bestimmten Geräten konnte er die elektrische Aktivität der Zellen in der Kulturschale messen. Und zur gleichen Zeit maß er die elektrische Aktivität, zum Beispiel das EEG des Spenders der Zellen, der über 40 Meilen weit weg war. Was ihm auffiel, war, dass wenn das Individuum eine emotionale Erfahrung machte, dann zeigten die Zellen zum genau gleichen Zeitpunkt eine identische Aktivität, obwohl sie 40 Meilen weit weg waren. Das bedeutet, dass die Identität nicht im Körper lokalisiert ist. Die Identität ist Teil des Feldes, das sich über die gesamte Oberfläche des Planeten ausbreitet. Und das wiederum bedeutet, wenn zwei Menschen zwei physikalische Körper haben, dann können sie miteinander interagieren.
Aber sie haben auch zwei Umweltkennzeichnungen, also eine Art Energie im Feld, die für sie einzigartig ist. Weil das Feld komplett verschränkt ist und mit sich über die ganze Welt integriert, heißt das, dass Menschen niemals wirklich durch physikalische Distanz von ihrer persönlichen Identität getrennt sind, auch wenn ihre Körper getrennt sein mögen. Das Wesen der Kommunikation zwischen Menschen besteht also darin zu erkennen, dass individuelle Identitäten als Schwingungsfrequenzen in einem Feld miteinander interagieren können, vor allem wenn es harmonische Resonanz gibt. Wenn also zwei Frequenzen die gleiche Wellenlänge haben, sodass sie zusammen schwingen können. Auf diese Weise können Menschen andere Menschen, die ihnen nahestehen, spüren, weil sie die Schwingungen des anderen aufnehmen können, weil es eine Komplementarität zwischen ihnen und der Person, mit der sie kommunizieren, gibt. Die Schlussfolgerung daraus ist, dass wir die Möglichkeit haben, auf einer nicht physischen Ebene durch die Identität, die sich im Feld befindet, zu interagieren. Das ist sehr wichtig, denn sie ist nicht durch Raum oder Zeit lokalisiert. Menschen können demnach über große Distanzen auf diesem Planeten zum exakt gleichen Zeitpunkt kommunizieren. In unserer heutigen Wissenschaft kennen wir vier Grundkräfte: Elektromagnetismus, Schwerkraft sowie die starke und schwache Wechselwirkung, die im Atomkern auftritt und ihn zusammenhält. In der physikalischen Forschung ist es uns bis zu einem gewissen Grad gelungen, diese Kräfte zu vereinen. Es gibt ein Standardmodell, in dem man zumindest drei dieser Kräfte relativ gut miteinander in Beziehung setzen kann. In der Forschung ist man sich weitgehend einig, dass dieses Modell mehr oder weniger alles erklärt, was man über das Universum wissen muss. Unglücklicherweise basiert diese Vorstellung auf der Tatsache, dass unsere physikalischen Kenntnisse weitgehend aus Hochenergie-Teilchenbeschleuniger-Experimenten stammen. Da nehmen Wissenschaftler Elementarteilchen, lassen sie mit hohen Geschwindigkeiten aufeinanderprallen, gucken, was passiert und sagen dann, das ist unser Universum, das müssen wir erklären. Und das gegenwärtige Modell ist dabei ziemlich hilfreich. Dabei übersehen sie aber eine Menge anderer Phänomene, die sie einfach nicht untersuchen. Nehmen wir zum Beispiel übersinnliche Wahrnehmung oder übersinnliche Kommunikation. Da sind Kräfte am Werk, die nicht durch die vier Grundkräfte erklärt werden können. Wenn Wissenschaftler das Potenzial subtiler Energie oder übersinnlicher Kräfte messen, übertreffen sie alle anderen Kräfte. Heute speichern und übertragen wir Information mit Radio- und Fernsehwellen. Diese Art von Information wird mit menschlichem Bewusstsein verglichen, aber es besitzt nicht alle seine Qualitäten. Bewusstsein ist immer noch einzigartig und wesentlich leistungsfähiger. Radio- und Mikrowellen werden verwendet, um Stimmen und Fernsehbilder mit Lichtgeschwindigkeit zu übertragen. Das Problem ist, dass diese elektromagnetischen Signale mit wachsender Entfernung immer schwächer werden und sich verzerren oder kollabieren, wenn sie auf feste Barrieren wie Wände, Metall oder Berge treffen. Nach Hunderten von Tests haben Wissenschaftler herausgefunden, dass subtile Energie, die übersinnliche Kraft, in der Lage ist, jede Dimension, Barriere oder Distanz ohne Verlust an Signalqualität zu überwinden. Sogar über die riesigen Distanzen des Weltalls hinweg. Die Experimente am Princetoner Pair Labor haben gezeigt, dass Gedanken von Menschen die Fähigkeit haben, Dinge über eine Distanz hinweg zu beeinflussen. Dabei benutzt man ein Gerät namens Random Event Generator, der eine Reihe von zufälligen Einsen und Nullen oder Ja's und Nein's auf Basis eines Quantenschaltkreises ausgibt.
Was sie gezeigt haben, ist, dass der Verstand beeinflussen kann, wie sich Objekte verhalten, wie der Strom aus Nullen und Einsen aussieht. Und das ist unabhängig davon, wie weit das Gerät von der Person, die das Experiment beeinflusst, entfernt ist. Sogar tausende Meilen entfernt kann ein Mensch Auswirkungen auf die Ergebnisse haben. Wir haben also eine Fähigkeit, eine Kraft auf entfernte Objekte auszuüben, die nicht in die bekannten Kategorien von Kräften fällt. Diese neue Kraft durchdringt Barrieren, die die anderen Grundkräfte abhalten würden. Sie kann in bestimmten Experimenten sogar rückwärts in der Zeit wirken. Diese neue Kraft, die Russen nennen sie Torsion, hat die verschiedensten Namen. Sie ist möglicherweise dasselbe, was die Chinesen Qi nennen, die Essenz der chinesischen Medizin. Sie scheint Auswirkungen auf Raum und Zeit zu haben und tangiert damit alle anderen Grundkräfte. Was wir brauchen, ist eine grundlegende Überprüfung der Physik. Bill Tiller hat das Raising the Gauge genannt, die Messschraube anziehen. Dr. William Tiller hat hunderte Tests durchgeführt, die beweisen, dass menschliches Bewusstsein den pH-Wert von Wasser über jede Distanz, Barriere oder Dimension hinweg beeinflussen kann. Die unausgesprochene Grundannahme, die in der Wissenschaft seit mehr als 400 Jahren, seit Descartes, vorherrscht, ist, dass keine menschliche Eigenschaft wie Bewusstsein, Intention, Emotion, Geist oder Verstand ein sauber angelegtes Experiment in der physischen Realität beeinflussen kann. Nachdem ich von einer privaten Quelle eine solide Finanzierung erhalten hatte, machte ich mich 1997 daran, diese Annahme ernsthaft zu hinterfragen. Ich wollte 4 Zielexperimente durchführen, und zwar mit allen Kontrollmöglichkeiten, die man in der herkömmlichen Wissenschaft ebenfalls einsetzen würde. Dann haben wir Bewusstsein in das Experiment mit eingebracht. Ziel war es, den pH-Wert von Wasser um eine ganze pH-Einheit zu erhöhen, ohne chemische Zusatzstoffe. Das Wasser hatte den gleichen pH-Wert wie die Luft. Das zweite Zielexperiment bestand darin, den pH-Wert desselben Wassers ohne chemische Zusatzstoffe um eine pH-Einheit zu senken. In beiden Fällen lag der Messfehler bei plus minus 0,01 pH-Werten. Wir wollten also ein Signal haben, das 100-mal stärker war als das Grundrauschen. Zuerst machte Dr. Tiller Experimente, bei denen menschliche Intention direkt auf Wasser angewandt wurde und bekam positive Ergebnisse. Dadurch war er in der Lage, die Intention, den pH-Wert des Wassers zu steigern oder zu senken, mit einem bioelektrischen Gerät wie auf einer Computerfestplatte zu speichern. Unabhängig von der Entfernung konnte die Intention wiederholt den pH-Wert des Wassers verändern. Nach 3 Wochen war der pH-Wert um eine pH-Einheit gestiegen. 3 Monate später kamen die Leute aus Mailand dazu. Wir sagten ihnen dasselbe. Um bei dem Experiment mitzumachen, sollten sie nur den Hintergrund messen. Wir benutzten sie als Kontrollaufbau für die 3 anderen Versuchsaufbauten. Als wir uns die Daten ansahen, bemerkten wir, dass bei einem der Aufbauten in Missouri, der unter der Erde lag, der pH-Wert um 1,7 Einheiten gestiegen war. Wir schlossen daraus, dass es nicht nur eine Verschränkung von Informationen über 6000 Meilen hinweg gab, sondern dass, wenn der Versuchsaufbau unter der Erde lag, der pH-Wert um mehr als eine pH-Einheit stieg. Wenn er 3 Stockwerke hoch war, wie in Bethesda und Baltimore, ging er nur 0,8 Einheiten nach oben. Auf ebener Erde ging er 1 Einheit nach oben, was der Wert war, den wir beim ersten Experiment gespeichert hatten. Eine weitere Eigenschaft, die übersinnliche Kraft aufweist, ist, dass keinerlei Verzerrung zwischen Sender und Empfänger auftritt. Das heißt, der Kommunikationsweg bleibt geheim.
Ich bin Gary Schwartz, derzeit Professor für Psychologie, Medizin, Neurologie, Psychiatrie und Chirurgie an der Universität Arizona, wo ich ein Labor über Bewusstsein und Gesundheit leite. Ich führe ein Team, das Forschung über die Integration von Körper, Geist und Verstand betreibt. Ich habe viel Forschung im Bereich von energetischer Heilung und Bewusstsein gemacht, bei dem es ebenfalls um Energie geht, die über uns hinausgeht. Die Frage ist, ob das Bewusstsein und die Energie eines Menschen die Physiologie, Biochemie, Zellfunktion und Bewusstseinserfahrung eines anderen Menschen entweder lokal oder aus großer Entfernung beeinflussen kann. All das habe ich in meinem neuen Buch The Energy Healing Experiments zusammengefasst. Wir haben die unterschiedlichsten Versuche sowohl über lokale als auch nicht lokale, fernwirkende Auswirkungen von Intention auf Heilung durchgeführt. Eine Forschungsrichtung benutzt dazu Biophotonen-Imaging. Dabei benutzen wir eine superkalte Kamera, die auf minus 70 bis minus 100 Grad heruntergekühlt wird. Diese Kamera wurde ursprünglich entwickelt, um Galaxien im Weltall zu fotografieren, die wir mit bloßem Auge nicht sehen können. Wir fragten uns, ob wir diese Kameras nicht benutzen könnten, um Bilder von lebenden Systemen zu machen. Anstatt also ins Weltall zu schauen, sehen wir uns die Biologie an. Wir haben angefangen, mit Pflanzen zu arbeiten, weil sie wichtig für das Leben sind, weil sie gut auf Licht reagieren und weil wir letztlich ein Teil der Pflanzenwelt sind und in enger Verbindung damit stehen. Außerdem kann man mit Pflanzen einfach arbeiten, da man sie stundenlang im Dunkeln lassen kann. Sie bewegen sich nicht und daher kann man sehr gute Aufnahmen von dem Licht machen, das die Pflanzen emittieren. Wir fanden heraus, dass wir nicht nur das Licht messen können, das von den Pflanzen kommt und das man mit bloßem Auge nicht sehen kann, sondern auch die Auren, die die Pflanze umgeben. Man kann damit sogar das Licht sehen, das um die Pflanzen herum erscheint. Und wir können sehen, wie die Pflanzen mit dem Licht interagieren. Wenn man zum Beispiel zwei Geranienblätter nebeneinander hat und sie lange belichtet, dann sieht man die Ausläufer dieses Lichts. Es sieht aus wie Blitze, die sich gegenseitig anfassen und streicheln. Man sieht die Lichtstrahlen, die die beiden Blätter verbinden. So etwas hat man vorher noch nie gesehen. Dann nehmen wir Heiler, die zum Beispiel Heilenergie an ein Blatt senden, oder wir fragten sie, ob sie das Blatt dazu bringen könnten, stärker zu leuchten. Wir konnten tatsächlich zeigen, dass Menschen, die geübte Heiler sind, ohne die Blätter zu berühren, die Blätter durch ihren Willen dazu bringen konnten, spontan stärker zu leuchten. Wir setzten die Pflanzen in die Dunkelkammer, in der wir diese Aufnahmen machen können, und stellten fest, dass die Blätter tatsächlich leuchteten. Wenn man einen Schritt weitergehen will, fragt man, ob Menschen das auch aus der Entfernung aus 10, 100 oder 1000 Meilen Entfernung tun können. Mit Lynn McTaggart, der die Bücher The Field und The Intention Experiment geschrieben hat, haben wir Long-Distance-Experimente durchgeführt, bei denen beispielsweise eine Gruppe von 400 Leuten in England über 10 Minuten hinweg die Intention an ein Blatt in meinem Labor in Tucson gesendet hat, zu leuchten. Wir haben zwei Blätter, nennen wir sie A und B. Jedes Blatt wurde beschädigt, mit kleinen Löchern, 16 Stück in einem 4x4 Raster. Wenn man ein Blatt beschädigt, leuchtet es stärker. Denn wenn es eine Verletzung gibt, setzt ein Heilungsprozess ein, der Energie involviert. Wir haben zwei Videokameras, die Bilder der Blätter aufnehmen und per Internet nach England übertragen. Jemand im Publikum wirft eine Münze. Es erscheint Kopf oder Zahl. Und so wird, sagen wir, B ausgewählt. Also wird aus Tucson das Bild des Blattes B nach London gesendet. Und jetzt können 400 Menschen gleichzeitig ihre Intention, dass es leuchten soll, an das Blatt senden. Mein Forschungsassistent Mark in Tucson weiß nicht, welches Blatt ausgewählt wurde.
Nach 10 Minuten bitten wir Mark, die Blätter in das Biophoton-Imaging-Gerät zu stellen, um Langzeitbelichtungen der Blätter zu machen. Anschließend wird das Ergebnis blind bewertet und erst dann wird aufgedeckt, welches Blatt ausgewählt worden war. Zu meiner absoluten Überraschung konnte die Gruppe Blatt B, das sie aus der Ferne sehen konnte, dazu bringen, stärker zu leuchten als das Kontrollblatt. Der deutsche Physiker Fritz Albert Popp wies die Existenz von Biophotonen nach und dass alle Lebewesen, auch der Mensch, Auren haben, die intelligente Signale aussenden und empfangen. Er fand auch heraus, dass Pflanzen durch das Senden und Empfangen von Biophotonen über weite Distanzen hinweg miteinander kommunizieren. Diese digitale Fotografie einer großen Palme zeigt etwas Außergewöhnliches, das mit bloßem Auge nicht zu sehen war. Eine 60 bis 80 cm große Kugel aus Plasmalicht. Sie hat sogar eine grünliche Plasmamembran, wie bei einer riesigen Zelle. Kommunizieren Pflanzen mit unsichtbaren Wesen aus Licht? Kann es sein, dass wir mit unseren zukünftigen Seelenverwandten, Freunden, Geliebten, Ehepartnern, Lehrern, Geschäftspartnern und spirituellen Mentoren über Einsteins spukhafte Fernwirkung kommunizieren, bevor wir ihnen das erste Mal persönlich begegnen? Findet diese Kommunikation auf Basis unserer momentanen Gedanken, Gefühle, Muster und unserer persönlichen Energiesignatur statt? Mit seinem zukünftigen Seelenfreund in Dialog zu treten, bevor man ihm begegnet, ist sehr wichtig, weil viele von uns vielleicht glauben, dass es diesen Seelenfreund möglicherweise gar nicht gibt. Im Hinterkopf hoffen wir das zwar vielleicht, aber der Gedanke ist im täglichen Leben nicht aktiv. Es ist aber wichtig, die Nachricht auszusenden, dass man genau so jemanden sucht, dass man sich nicht mit etwas anderem begnügen wird. Man muss seine Gedanken freimachen und sich völlig öffnen, um seinen Seelenfreund zu empfangen. Man muss täglich seine Seelenarbeit machen und das Gefühl aussenden, dass man seinen Seelenfreund wirklich finden will. All das ist essentiell, wenn man mit seinem Seelenfreund kommunizieren will, bevor man ihm begegnet. Man muss wirklich daran glauben, dass der Seelenfreund einen hört. Wenn man nicht daran glaubt und nur sagt, na gut, ich sende diese Nachricht mal raus, ob es ihn wirklich gibt oder nicht, weiß ich nicht so genau, aber ich sage mal, dass ich bereit bin und das wird er schon hören. Das wird nicht funktionieren. Man muss wirklich daran glauben, dass er einen hören kann. Man muss eine klare Botschaft senden, damit sie ihn augenblicklich erreicht. Das ist nicht nur ein Vertrauensbeweis. Nur so entsteht ein klares Signal, das durch nichts, keine Zweifel, keine Widerstände gestört werden kann. Wenn man zweifelt, wenn es eine Störung gibt, weil man sich nicht sicher ist, dann kommt es zu keiner augenblicklichen Botschaft. Sie kommt dann irgendwann an ein Stoppschild. Deshalb ist es so wichtig, fest daran zu glauben, dass dein Seelenfreund dich hören kann, wenn man diese Gefühlsbotschaften aussendet. Die Nachricht, ich bin bereit für dich. Und dass man diese Botschaft in seinem täglichen Handeln spiegelt. Dr. Bruce Lipton hat eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht, als er beobachtete, wie biologische Zellen über eine Distanz hinweg miteinander kommunizieren. Es gibt eine interessante Methode in der Biologie, wie man Proteine in einer Mischung aus tausenden verschiedenen Proteinen trennen kann. Man nimmt einen Tropfen dieser Mischung und setzt sie auf die Oberfläche eines Gels. Dann legt man eine Spannung an die Geloberfläche an. Weil jedes Protein seine eigene Schwingungsfrequenz und Masse hat, reagiert jedes Protein mit seiner eigenen Charakteristik auf das Feld.
Das Resultat ist, dass die Proteine sich in dem Feld bewegen, einige schneller, einige langsamer, und am Ende sortieren sich die Proteine selbstständig. Schließlich kann man einzelne Cluster von Proteinen identifizieren, die dieselben Charakteristiken zeigen, weil sie sich mit der gleichen Geschwindigkeit auf dem Gel bewegen. Wir wenden das an, um Menschen als Mechanismen aus Proteinen zu verstehen. Jeder von uns hat seine eigene Identitätsfrequenz. Jeder von uns auf der Oberfläche dieses Planeten ist wie ein Protein auf dem Gel. Interessanterweise beeinflussen die Kräfte des Feldes um uns herum unsere Bewegung auf der Oberfläche. Während unseres Lebens bewegen wir uns auf der Oberfläche des Planeten von Ort zu Ort und tauschen dabei ständig Schwingungsfrequenzen mit anderen Menschen aus. Es ist unvermeidlich, dass sich unsere Wege kreuzen, genauso wie das die Proteine bei der sogenannten Chromatographie oder Gelelektrophorese tun. Wenn wir das weiterdenken, ist es unvermeidlich, dass wir irgendwann auf Menschen treffen, die unsere Schwingungsfrequenz teilen. Das sind spannende Momente, denn wenn man jemanden trifft, der eine komplementäre Frequenz hat, dann verstärkt die harmonische Resonanz die eigene Vibration. Und das nennen wir dann für gewöhnlich Good Vibes. Man spürt gute Schwingungen. Auf diese Weise kann man Menschen finden, die in irgendeiner Weise mit dir und deiner Schwingung in Zusammenhang stehen. Wenn sich die beiden Schwingungen ähneln, dann entsteht das, was man konstruktive Interferenz nennt. Und die verstärkt beide Individuen. Diese Verstärkung bemerken wir physisch durch einen Zuwachs an Energie im Körper und nennen es, wie schon erwähnt, Good Vibes. Wir haben also in der Tat ein Sinnessystem und ein Bewusstsein dafür und spüren, wenn Menschen, die uns ähnlich sind, die unterstützend und komplementär sind, in unser Feld kommen. Und natürlich gibt es auch Menschen, die unsere Energie schwächen. Das nennt man destruktive Interferenz. Wenn solche Leute zusammenkommen, verlieren sie Energie und fühlen sich schwächer. Und wir bezeichnen das gemeinhin als Bad Vibes, als schlechte Schwingungen. Das Wesen unserer Kommunikation besteht also darin, dass es Schwingungskommunikation gibt, bevor es verbale Kommunikation gibt. Wenn wir realisieren, dass wir jeden Augenblick mit unseren zukünftigen Seelenfreunden kommunizieren, mit unseren Geschäftspartnern und Mentoren genauso wie mit unseren spirituellen Lehrern und sogar Gott, dann können wir auch lernen, unsere eigene Realität mitzuerschaffen. Sobald wir begreifen, dass wir ständig unsere persönliche Energiesignatur in das Feld senden, können wir auch verstehen, wie wir uns nicht nur auf unsere Seelenfreunde und Seelenverwandte fokussieren und sie anziehen können, sondern auch unsere zukünftigen Geschäftspartner. So können wir für uns eine Karriere schaffen, die harmonischer mit unserem eigenen Selbst ist. Wir können sehen, wie wir das Feld nutzen können, um unsere spirituellen Lehrer anzuziehen. Wir wollen Lehrer finden, die darin übereinstimmen, wo wir mit unserer Spiritualität hinwollen, unabhängig von unserer Religion. Wir können aber auch sehen, wie wir das Feld nutzen können, um mit dem Universum in Dialog zu treten. Egal, ob wir Architekt oder Astronom, Biologe oder Arzt, Musiker, Künstler oder Student sind. Indem wir einen Dialog mit den superintelligenten Ebenen des Feldes beginnen und unser Bewusstsein in die neuen Level des Kosmos erweitern, die neuen Ebenen der Engel, die neuen Ebenen des Feldes, können wir alle Antworten bekommen, die wir uns nur vorstellen können. Ein Medikament gegen AIDS, den nächsten Biokraftstoff, die Geheimnisse der Nuklearfusion. Wir können das Rätsel unbegrenzter Nullpunktenergie lüften oder die nächste Generation der Musik erfinden. All diese Information steht uns im Feld zur Verfügung, wenn wir Zugang dazu bekommen. Wir können sogar anfangen, einen Dialog zu formulieren, um unser inneres Genie zu erwecken. Unser wahres Potenzial. Eine der Möglichkeiten, mit denen wir einen breiteren, einen mehr quantenorientierten, weiteren Bewusstseinszustand erreichen können,
ist uns zu ermutigen, Dinge nicht so sehr als Konzepte oder Ideen zu betrachten, sondern mehr als pure Energie. Anstatt etwas zu sehen und sofort zu benennen, das ist eine Rose, das ist ein Auto, das ist ein Baum, sollte man lernen, die reine Energie dieser Erfahrung zu spüren, so als ob man im Zustand unschuldiger Bewunderung ist. Dadurch befreit man sein ganzes kortikales Feld. Wenn man sich davon löst, die Welt nicht so sehr im Hinblick auf Ideen wahrzunehmen, heißt das nicht, dass man diese Ideen verliert. Aber es hilft, das Informationsfeld zu reinigen, sodass man, wenn man sich ermutigt, sich in wirklich tiefe, friedvolle, ruhige, kernentspannte Stille zu begeben, wenn man also lernt, die Kernessenz des Quantenfelds selbst zu durchdringen, dann beginnt man eine unglaubliche harmonische Friedlichkeit zu spüren. Es gibt eine Meditation, die einen darin unterstützt, in diesen Zustand reinen, ideengelösten Energiebewusstseins, der totalen, friedvollen, brillanten Ruhe einzutreten. Von Studien an kreativen Genies wissen wir, dass das genau der Zustand ist, in dem neue Hirnprozesse in Gang kommen. Der Augenblick, in dem wir am entspanntesten sind und aufgeschlossen. Denn in diesem Zustand ist das Hirn frei. Es ist, als ob die elektrischen Schaltkreise auf einmal nicht nur auf die alten Denkräume beschränkt sind und unser Kortex plötzlich aufleuchten kann wie ein Superlicht. Als ob das Licht unseres Bewusstseins innerhalb unseres Bewusstseinsfeldes plötzlich auf eine viel kontextuellere Art und Weise in unser ganzes Gehirnfeld hineinleuchten kann und wir anfangen, holographische Einsicht zu bekommen, anstatt nur zu denken. Wir fangen an, Bilder zu sehen. Wir fangen an, potenzielle Lösungen zu sehen, die wesentlich holographischer sind. Der Unterschied zwischen Holographieren und Denken ist folgender. Wenn wir zum Beispiel an einen Basketball denken und wir uns vorstellen, dass wir eine Scheibe dieses Basketballs nehmen, um das ganze Informationsfeld zu verstehen, dann würde man zwei polarisierte Gegensätze erhalten. Man erhält ein Entweder-Oder, ein Rechts oder Links, gut oder schlecht. Und so kommt es zu einer Auseinandersetzung, weil man das Informationsfeld polarisiert hat. Und man dazu neigt, das Informationsfeld hinsichtlich einer gewissen Bandbreite zu betrachten. Ich bin in der Mitte, ich bin rechts, ich bin links. Wenn wir dagegen Einsicht bekommen und uns denselben Ball vorstellen, wie viele Radien gibt es dann wohl im gesamten Informationsfeld? Unendlich viele. Der Unterschied zwischen Denken und Einsicht bekommen ist, dass man die Information gleichzeitig in jede Richtung fließen lässt, vom Zentrum zum Rand. Man bekommt einen Geistesblitz an Einsicht, ein Hologramm. Plötzlich sieht man die Lösung vor sich wie ein großes Wow. Genau so hat Einstein Einsicht in die Relativitätstheorie bekommen. Es war ein Geistesblitz. Danach hat er 2 Jahre gebraucht, um mit konventioneller, linearer Logik erklären zu können, was er in diesem Augenblick verstanden hatte. Es geht also darum, Menschen zu lehren, sie für eine neue Bewusstseinsebene zu öffnen, in der sie anfangen, ihr eigenes Intelligenzfeld zu bejahen und den Sprung zum Quantenfeld holographieren zu machen, anstatt nur zu denken. Wenn wir uns der Idee annehmen, dass das Universum selbst intelligent ist, können wir dann mit ihm in einen Dialog treten? Was ist die Sprache des Universums? Wie können wir lernen, der kosmischen Konversation zu lauschen?
Zahlreiche wissenschaftliche Studien der besten Universitäten der Welt haben bestätigt, dass Bewusstsein die Struktur von Wasser verändern kann. Es wurde gezeigt, dass Wasser ein Gedächtnis hat. Viele Studien haben gezeigt, dass Gedanken und Gefühle in Wasser gespeichert werden können. Da Wasser aus zwei Teilen Wasserstoff und einem Teil Sauerstoff besteht, können wir schlussfolgern, dass Wasserstoff ein Gedächtnis hat. Unsere Körper bestehen zu beinahe 90% aus Wasser, Spurenelementen und Sauerstoff. Unsere Sonne besteht aus demselben Material wie wir, 91% Wasserstoff, Helium, Sauerstoffspuren und Mineralspuren. Wasserstoff entstand bereits weniger als 100 Sekunden nach dem Urknall, der Geburt des Universums, und hat sich als das mit Abstand häufigste Element des gesamten Universums etabliert. Die gewaltigen Spiralarme der Milchstraße, ihre hunderten Milliarden Sterne und Planeten, bestehen überwiegend aus Wasserstoff. 75% der sichtbaren Masse des Universums ist Wasserstoff. Wenn Wasserstoff ein Gedächtnis hat, beinhalten dann die Spiralarme unserer Galaxie, die Sonne und die Milliarden Sterne der Milchstraße alle kosmischen Erinnerungen der gesamten Geschichte? Könnte hier die gewaltige Akasha-Chronik liegen, die die gesamte Geschichte der Menschheit enthält? Was, wenn wir einen Dialog mit diesem enormen Gedächtnissystem beginnen könnten? Dann könnten wir Antworten auf jede beliebige Frage erhalten und jedes Problem und jede Begrenzung überwinden. Die Sprache, die die spirituellen Menschen benutzen, und damit meine ich die Medizinmänner der verschiedenen religiösen Gruppen innerhalb des Sunni-Stammes. Wenn sie in ein religiöses Kommunikationssystem gehen, sprechen sie über den Ursprung dessen, mit dem sie sprechen. Sie sprechen über die Sternenmenschen und die anderen damit verbundenen Priesterschaften. In einem Teil des Gebetssystems gibt es zum Beispiel einen Satz oder eine Redewendung, die speziell von den Nachtwesen in der Priesterschaft der Oberwelt handelt. Es ist die einzige, die als männliche und weibliche Einheit beschrieben wird, die Himmelsmenschen und die Nachtwesenpriesterschaft. Am Ende steht, dass sie ausschließlich unverzüglich erscheinen. Das ist ein Satz aus dem Gebetssystem. Es gibt sehr viele unterschiedliche Teile des Gebetssystems, die von den Besonderheiten der Medizingruppe abhängen. Gibt es eine Sprache des Universums, die, wenn man sie perfekt ausspricht, die geheimen Kräfte des Universums aktiviert? Wenn wir einige der ältesten Sprachen der Welt untersuchen, wie etwa Hebräisch, die Veden, Aramäisch und die Dialekte der amerikanischen Ureinwohner, dann fällt auf, dass ihre Gebete so konzipiert sind, dass sie spirituelle Heilung und mächtige Kräfte des bewussten Universums aktivieren. Was ich damit meine, ist, dass sie während der Nacht der Priesterschaft, auch der Weiblichen, nur kommen und sich unverzüglich zeigen. Das bedeutet diese Passage in unseren Gebeten. Wenn wir direkt mit ihnen kommunizieren, dann benutzen sie diese Gebete.
Die Sprache der Zuni ist einzigartig. Kein anderer indianischer Stamm hat irgendeine Beziehung zur Zuni-Sprache. Zuni ist ein eigenständiges Sprachsystem. Zumindest den Leuten zufolge, die Sprachen studieren und versuchen, Verbindungen zu anderen Sprachen zu finden, wie zum Beispiel die Hopi oder andere Pueblo-Stämme um Albuquerque herum. Sogar bis hinunter zu den Azteco-Inka-Stämmen. Die Etymologen und Linguisten haben nie eine Verbindung zur Zuni-Sprache gefunden. Sie ist ein eigenständiges System. Gehen alle altertümlichen Dialekte auf dieselbe Quelle zurück? Die Klänge der Natur und des Universums selbst? Zu den Plejaden. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um das zu verstehen. In dem Gebetssystem geht es um alle möglichen Richtungen. Nicht nur um den inneren Teil der Erde, die sechs Richtungen der Erde, oben, unten, West, Ost, Nord und Süd. Wenn Sie mit dem Gebet für diese Menschen anfangen, die in der Oberwelt sind, geht es los mit etwas, was die Zunis als Rock Groove bezeichnen. Man nennt sie die Priester oder Götter. Dann kommen der Mond, die Sonne, der große Wagen und dann geht es um die Sieben. Ich habe lange gebraucht, bis ich begriff, dass mit der Sieben die Plejaden gemeint sind. Die Plejaden bestehen aus sieben Sternen. Und darüber ist die Supernova-Gruppe. Abhängig von den verschiedenen Funktionen der Medizinmann-Orden geht es dann weiter in andere Sternsysteme und einzelne Sterne und Planeten des Universums, je nachdem, um welchen Orden oder welche Medizingruppe es geht. Das wird innerhalb der Gemeinschaften ziemlich geheim gehalten. Obwohl bei den Zuni die Medizinorden gleich sind, haben bestimmte Gruppen doch ihre eigenen Referenzen. Und manchmal wissen wir nicht, was die Referenzen der anderen Gruppen sind. Im Fall der Plejaden ist es ziemlich präzise. Das ist unglaublich. Sie sagen also, dass die Stammesältesten mit den Göttern anderer Sternensysteme sprechen können? Ja. Der alte hebräische Name für Gott ist ein Wort, das man nicht aussprechen kann und das das menschliche Gehör nicht hören kann, denn es besitzt keine Vokale. Der Name kann nicht ausgesprochen oder gehört werden, ohne dass man Vokale hinzufügt. Die Phonetik der Buchstaben Jod, He, V, He produziert einen Klang einer so tiefen Frequenz, dass man ihn nicht hören kann. Der Klang der Sonne wurde von den meisten antiken Religionen als der heiligste des Universums betrachtet. Es ist ein Klang, den das menschliche Gehör nicht wahrnehmen kann, weil es nur Frequenzen zwischen 20 Hertz und 20 Kilohertz wahrnimmt. Der Klang der Sonne ist viel tiefer und gleichzeitig viel höher. Könnte der Klang der Sonne Teil eines universellen Sprachsystems sein? Die NASA hat den Klang der Sonne im Weltall aufgezeichnet und die Wellen komprimiert, sodass wir sie hören können. Wenn wir diesem Klang lauschen, hören und spüren wir tiefe Vibrationen. Der Klang der Sonne, wie er von der NASA aufgenommen wurde, ist genauso, wie ihn die antiken Hindus vor tausenden von Jahren in den Veden beschrieben haben.
Es ist ein Mantra, das man in menschlicher Sprechweise als Om intonieren kann. Pythagoras hörte im 6. Jahrhundert vor Christus ebenfalls den Klang der Sonne und beschrieb ihn als tiefes, resonantes Summen, vermischt mit höheren Frequenzen. Wie konnten die antiken Hindus dieses Mantra kennen, wenn das menschliche Gehör es nicht wahrnehmen kann? Könnten sie einen Blick in das universelle Bewusstsein geworfen und es so wahrgenommen haben? Während menschliche Sprache und die Sprache der Natur sich nicht schneller als mit Schallgeschwindigkeit ausbreiten kann, kann sich Sprache als Information mit Lichtgeschwindigkeit und schneller verbreiten, wenn sie sich mit subtileren Energien verschränkt? So wie wir menschliche Stimmen und Musik auf Radiowellen mit Lichtgeschwindigkeit senden können, können wir unseren Dialog, unsere persönliche Energiesignatur und Information durch Biophoton-Lichtemission mit Lichtgeschwindigkeit aussenden. Das ist zwar nützlich innerhalb des Sonnensystems, aber es kann uns in keiner vernünftigen Zeitspanne weit darüber hinausbringen. In diesem Sinn sind Biophotonenemissionen begrenzt, während subtilere Bioenergien das nicht sind. Dr. Tillers Entdeckung, dass die übersinnliche Kraft aus subtiler Energie besteht, die aus dem menschlichen Bewusstseinskörper ausstrahlt, zeigt, wie unsere persönliche Information sich auf subtilen Energiefrequenzen mit der zweiten, dritten oder noch höheren Potenz der Lichtgeschwindigkeit ausbreiten kann. Okay, in my modeling, which I developed, Mein Modell habe ich aus einem tiefen Meditationszustand heraus in den 1970er Jahren entwickelt. Es erschien mir irgendwann einfach. Ich schrieb es in meinem ersten psychoenergetischen Buch auf, das ich erst 30 Jahre später veröffentlichte. Das war 1997. Es heißt Science and the Human Transformation, Subtle Energies and Intentionality and Consciousness. Darin habe ich ein Minkowski-Diagramm mit dem Standardkonus gezeichnet. Aber in diesem Konus gibt es weitere Konen, in denen Ereignisse innerhalb des normalen Lichtkonus von Minkowski auftreten, innerhalb der Koordinaten von Entfernung und Zeit. Die Begrenzung der Wände des Konus ist die Lichtgeschwindigkeit c. Der nächste Konus beschreibt die Domäne der magnetischen Welleninformation c hoch 2. Der nächste die Emotionsdomäne C hoch 3, der nächste die Domäne des Geistes ist C hoch 4. Und alles darüber hinaus beschreibt die Seele. Natürlich, solange man das nicht messen kann, werden wir diese Dinge nicht überprüfen können. Aber sie sind in sich selbst mit vielen Dingen konsistent. Und sie geben uns viel Hoffnung und Optimismus, dass wir, wenn wir jemals aus der Sackgasse der herkömmlichen Wissenschaft herauskommen, wunderbare Dinge über die Natur lernen werden. Ist die Macht der Meditation so groß, dass wir unser Bewusstsein in den Kosmos erweitern können, um den Klang der Sonne und des Universums zu hören? Einer der faszinierendsten Aspekte übersinnlicher Phänomene ist, dass sie offenbar schneller als Licht übertragen werden. Ein Beweis, der das unterstützt, und es gab mehrere Experimente darüber, aber der erste, von dem ich hörte, war von einem russischen Wissenschaftler namens Potschipjen, in den frühen 60er Jahren, denke ich. Er arbeitete mit Akupunktur und maß die Spannungen an den Akupunkturpunkten des Körpers. In der Akupunktur gibt es, wie Sie wissen, bestimmte Punkte am Körper, von denen die chinesische Medizin behauptet, dass sie bestimmte elektrische Eigenschaften haben. Als Potschipjen die Spannungen maß, sah er eine merkwürdige Spitze und er fragte sich, woher sie wohl stammte.
Später erfuhr er, dass es genau in dem Moment, als er die Spitze gemessen hat, eine Sonneneruption gegeben hatte. Was merkwürdig daran war, ist, dass die Spitze 8,3 Minuten vor dem Zeitpunkt auftrat, an dem man die Sonneneruption normalerweise sehen würde. Denn Licht breitet sich mit einer begrenzten Geschwindigkeit aus. Es braucht 8,3 Minuten von der Sonne zur Erde. Die Spitze trat aber sofort auf. Das war der erste Beweis, dass es etwas gibt, das sehr viel schneller als Licht ist, das den Körper und das Akupunktursystem beeinflusst und das man physikalisch messen kann. Seitdem haben die Russen viel an dem, was sie Torsion nennen, gearbeitet. Das ist nichts anderes als ihre Version von dem, was wir übersinnliche Kraft nennen. Sie haben herausgefunden, dass es ein Element dieser Kraft gibt, das wesentlich schneller als Licht ist. Inzwischen haben sie sogar Teleskope entworfen, die diese Energie messen und beweisen können, dass das Signal schneller als Licht ist. Das ist ein weiterer revolutionärer Aspekt der Physik, den die meisten westlichen Wissenschaftler einfach ignorieren, obwohl er wirklich wichtig ist. Unsere Körper bestehen zu mehr als 90% aus Wasser, also Wasserstoff und Sauerstoff, sowie aus Mineralien und Kohlenstoff. Die Sonne besteht aus über 90% Wasserstoff und Spuren von Sauerstoff, Mineralien und Helium. Sie besteht also aus fast denselben Elementen wie wir. Wenn die Sonne uns telepathisch mit mehrfacher Lichtgeschwindigkeit Nachrichten senden kann, können wir der Sonne ebenfalls telepathisch Nachrichten senden. Der NASA zufolge hat die Sonne alle 11 Jahre ein Aktivitätsmaximum, bei dem Sonneneruptionen zu einer potenziellen Bedrohung für unseren Planeten werden. Wenn wir lernen können, zur Sonne zu beten und zu ihr zu sprechen wie zu einem Lebewesen, nicht wie zum Gott der Schöpfung, können wir dann kollektiv Milliarden von Seelen gemeinsam die Sonne bitten, sich zu beruhigen, sich mit uns zu harmonisieren, um uns nicht zu schaden? Können wir das erreichen? Ist unser kollektiver Geist so mächtig? Wenn wir noch einmal an Dr. Tillers Modell denken und realisieren, dass Bewusstsein in einem Bereich jenseits des Gammastrahlenspektrums stattfindet, dann hat Bewusstsein die Kraft, ein Universum zu erschaffen. Wenn ein 10 Sekunden langer Gammastrahlenausbruch einer Supernova mehr Energie abgibt als unsere Sonne in ihrem ganzen Milliarden Jahre dauernden Leben, dann ist Bewusstsein im magnetoelektrischen Spektrum sogar noch leistungsfähiger. Wenn wir diese Energie durch unser kollektives Bewusstsein anzapfen könnten, könnten wir wie Götter werden. Für mich sind wir alle Geister, die eine physische Erfahrung machen, während wir gemeinsam den Lebensfluss durchlaufen. Unsere spirituellen Eltern haben uns diese Biokörperanzüge gegeben und eine Spielwiese, die wir Universum nennen, um unsere Kohärenz zu vergrößern, unsere Gabe der Willenskraft zu entwickeln und das zu werden, was wir sein sollen. Mitschöpfer unserer spirituellen Eltern. Und Mitschöpfer zu sein bedeutet, sich letztendlich dahin zu entwickeln, dass wir mit Planeten interagieren und unsere eigenen Planeten und Sterne erschaffen können. Wir sind nicht ansatzweise am Ende der Physik, bei der Weltformel angelangt. Wir sind nur Säuglinge, die auf dem Boden des Universums herumkrabbeln. Wir haben das große Abenteuer noch kaum begonnen. All das wird möglich sein. Wir beeinflussen das Universum. Deshalb ist es für uns da. Es ist unsere Schule. Es gibt keinen anderen Weg, in diesem gewaltigen Maßstab Mitschöpfer zu werden. Aber das ist unsere Zukunft. Anfangen müssen wir auf der Aktivitätsebene dieses Planeten. Wir müssen uns weiterentwickeln und auf den tieferen Ebenen der Natur kohärent werden. Nach Einsteins Gleichung, die Frequenzen in Massenenergie umwandelt, ist die Energie umso größer, je größer die Frequenz ist. Jede Frequenz des Gammastrahlenspektrums, des magnetoelektrischen Spektrums und darüber hinaus hat zusammen mit Materie die Fähigkeit, alles, was wir uns vorstellen können, zu erschaffen. Das Sonnensystem, die Galaxie und das Universum eingeschlossen.
Die Kohärenz auf dieser Ebene der Natur ist ziemlich gut. Wir können Laser bauen, wir können das Potenzial einer Glühbirne mit 50 Watt benutzen, um Temperaturen zu erzeugen, die 10-mal höher sind als die der Sonnenoberfläche, wenn man alle elektromagnetischen Photonen kohärent macht. Aber die Dimensionalität der höheren Dimensionen ist wie bei dieser Dimension. Wenn man sich den kohärentesten Aspekt eines elektromagnetischen Lasers anguckt, dann ist das die Wellenlänge des Lichts. Wenn man auf die nächste Ebene des Vakuums geht, der Ebene der magnetischen Information, dann ändert man die Größenordnung um den Faktor 10. Und zur nächsten Ebene ist es nochmal Faktor 10. Und zur nächsten Ebene wieder Faktor 10. Und so weiter. Wenn man auf diesen inneren Ebenen kohärent wird, sind die Energiedichten jenseits unserer Vorstellungskraft. Es geht also nicht nur um C, C hoch 2, C hoch 3, C hoch 4. Die Größenskala wird kleiner und kleiner und kleiner. Die Wellenlänge wird höher und höher und höher. Und die Energie wird gewaltig. Sodass im Prinzip all das, wovon ich gesprochen habe, möglich zu sein scheint. Information auf dieser Realitätsebene kann Materie befehlen, was sie tun soll. Bewusstsein im magnetoelektrischen Spektrum und darüber hinaus kann ein Raumschiff auf das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit und mehr beschleunigen. Bekommen wir dadurch ein neues Verständnis und eine neue Vision Gottes? Wenn ihr aus zwei eins macht, werdet ihr Söhne des Menschen werden. Und wenn ihr sagt, Berg, geh weg, wird er sich wegbewegen. Das sagt Jesus im Thomasevangelium. Wenn wir nur einen kleinen Teil dieses Bewusstseins anzapfen könnten, könnten wir mit Sicherheit das Wetter verändern, mit der Sonne kommunizieren und sie bitten, alles Mögliche zu tun. Stellen Sie sich einen Augenblick vor, dass ein Wirbelsturm aufzieht. Was wir mit Wettervorhersagen tun, ist, dass wir die Angst verstärken, während wir den Wind ansehen und alles Schreckliche, das er anrichtet. Stellen Sie sich stattdessen vor, wir hätten Millionen oder Milliarden Menschen, die gleichzeitig in einer gemeinsamen Anstrengung durch über die Medien gesendete Bilder Botschaften der Liebe, der Ruhe zu einem Sturm senden oder ihn in eine sicherere Umgebung umleiten. Würde sich zeigen, dass der Sturm schwächer wird? Würde sich zeigen, dass der Sturm seine Richtung ändert? Wir werden es nie herausfinden, wenn wir nicht danach fragen. Wenn wir diese Fragen nicht stellen, wenn wir es nicht ausprobieren, werden wir nie erfahren, ob es funktioniert oder nicht. Der Schlüssel in der Kommunikation mit der Natur ist es, ihre harmonische Sprache zu kennen. Wenn wir uns dieses Foto ganz gewöhnlichen Wassers ansehen, das schockgefroren wurde, während es dem Klang der Sonne ausgesetzt war, dann sehen wir, dass es sich vom normalen Zustand des Chaos in perfekte, heilige Geometrie verwandelt hat. Gibt es einen Grund dafür, dass die Sonne ihre Klangwellen durch das Sonnensystem sendet? Ist das eine Art Sprache? Bringt der Klang der Sonne Ordnung in die neun Planeten? Pythagoras entdeckte, dass alle Planeten eine Art kosmische Musik produzieren, die er Sphärenmusik nannte. Als die NASA den Klang Saturns aufzeichnete, waren die Wissenschaftler überwältigt. Der Klang von Uranus. Der Klang von Jupiter. Der Klang der Erde.
Wenn wir den Klang der Erde hören, fällt auf, dass er ganz ähnlich wie das Zwitschern von Vögeln klingt. NASA-Wissenschaftler waren zutiefst erstaunt, als sie das erste Mal den Klang der Erde hörten, denn ihnen wurde bewusst, dass die Vögel die geheime Sprache des Universums und der Erde verstanden. Sie singen gewissermaßen in einem Dialog mit der Schöpfung. Als Pythagoras seine Studien über die Musik der Planeten abgeschlossen hatte, erfand er das Intervallsystem unserer heutigen Musik. Damit war die klassische Musik geboren. Die Musica Instrumentalis ist die Musik, die wir hören, wenn Menschen singen oder Instrumente spielen. Die Musica Humana ist Pythagoras zufolge die Musik, die wir Menschen erschaffen. Die Musica Mundana ist die Musik der Sphären. Diese Musik dürfen wir uns nicht wie normale Musik vorstellen, denn sie kann sehr jenseitig klingen. Eine Note, die wie eine Note klingt, aber sich tatsächlich in unglaubliche Harmonien ausbreitet. Um das zu erfahren, muss man wirklich meditieren oder an einen Ort wandern, wo man ganz bei sich selbst ist oder, wenn man nicht gern meditiert, einfach nur still dasitzen. Es ist ein Ort, den man nur erreicht, wenn man still ist. Man kann diese Klänge, die Harmonien der Sphären nur hören, wenn man sie wirklich in sein Herzzentrum integriert. Man kann sie nicht hören, denn von dort kommt der Klang ja hinein. Deshalb muss man seine Intuition benutzen, seinen sechsten Sinn, und das fangen wir jetzt an auszuprobieren. Ich denke, in diesem neuen Jahrtausend geht es darum, das wieder zu aktivieren und all das Wissen zu verknüpfen, es wieder loszulassen und unseren Herzen zu erlauben, danach zu lauschen, was da draußen tatsächlich ist. Das fängt damit an, seine eigene innere Stimme zu hören. Das ist der Schlüssel, wenn man sich selbst die Antworten geben hört. Nicht jemand von außen, sondern man selbst. Weder die Medien, noch dein Ehepartner, deine Freunde oder deine Familie sagen dir, was du tun sollst. Man muss sich auf sich selbst stimmen. Sobald man sich selbst gestimmt hat, kann man die Sphärenmusik hören. Dieses Stimmen ist es, das notwendig ist, um die großartige kosmische Musik da draußen zu hören, in der es um dich selbst geht, denn du bist ein Teil der Schöpfung. Du erschaffst diese Musik. Sich zu stimmen erlaubt es einem, all das zu hören und mitzuwirken. Aber auch hier ist es natürlich für jeden anders, wie das passiert. Musik ist für mich eine Frequenz, eine Energie. Ich kann die Emotion eines Songs hören, fühlen. Ich kann die Charakteristik eines Songs spüren, ohne zu wissen, woher das kommt. Es wird mir gegeben. Es ist ein Talent, eine Gabe. Ich glaube, ich empfange das einfach. Ich empfange Lieder. Ich höre sie. Ich höre auch ganze Teile davon. Ich höre sie komplett fertig. Meine Inspiration kommt immer aus einer Lebenserfahrung. Ich schreibe Songs über Gott und die Menschheit. Das sind immer meine zwei Themen. Das Gefühl des Abgeschottetseins, das Menschen so oft haben, und wie wir versuchen, es durch Liebesbeziehungen zu überwinden. Und wie sehr uns das manchmal enttäuscht. Und dass es in Wahrheit wirklich nur einen Gott gibt. Viele meiner Songs handeln eigentlich von Heilung. Auch wenn es manchmal auf den ersten Blick so klingt, als ob ich über Beziehungen singe, geht es eigentlich um die Beziehung zu einer höheren Macht. Darüber bin ich selbst oft erstaunt. Es geht um etwas, worüber ich nachdenke und was ich ausdrücken möchte. Ich lasse zu, dass es durch den Song ausgesprochen wird. Musik
Jesus sprach das Vaterunser in Aramäisch, eine Sprache, die mindestens 3000 Jahre alt ist. War diese Sprache ebenfalls konsistent mit den Tonalitäten der verborgenen Kräfte der Schöpfung? War Jesu Intention zusammen mit der aramäischen Sprache so stark, dass er das Brot und die Fische manifestieren konnte, die er brauchte, um den Menschen Essen zu geben? Die Form eines Fisches heißt in der Geometrie Vesica Pisces und entsteht, wenn zwei Kreise desselben Durchmessers sich überkreuzen. Das Verhältnis von Breite zur Höhe einer Vesica Pisces ist 153 zu 265 oder die Quadratwurzel aus 3, der Zahl der Dreifaltigkeit. Im Johannesevangelium, Kapitel 21, Vers 11 steht, dass Jesus 153 Fische fing, während seine Jünger keinen einzigen erfischten. Die Frage ist, warum ist die Zahl 153 in der Schöpfung kodiert als die Form eines Fisches? Sprach Jesus in einer harmonischen Codesprache, um das Brot und die Fische zu manifestieren? Kannte er die verborgene Sprache der Schöpfung selbst? Leute fragen mich die ganze Zeit, was ist göttlicher Dialog? Mit wem sprichst du eigentlich? Nun ja, das hängt ganz davon ab, was man glaubt. Ich habe einen Freund, der tatsächlich glaubt, dass ihm Jesus erscheint. Eigentlich bist du das, David. Aber so ist das bei mir nicht. Ein anderer Freund von mir ist strenggläubiger Katholik, ein weiterer ein außergewöhnliches Medium und beide glauben, dass sie mit der Jungfrau Maria sprechen. Ich glaube, das Bewusstsein dieser Avatare, wenn man so will, das Bewusstsein dieser außergewöhnlichen Wesen, wer weiß schon, ob sie menschlich sind oder nicht? Wir wissen es nicht. Aber sie sind lebendig und wir können Zugang zu ihnen bekommen, aber sie sind ganz sicher nicht in uns. Ich kann sagen, dass Information durch mich zum Vorschein kommen kann, aber ist das der Mann mit dem weißen Bart im Himmel? Ich würde sagen, auf keinen Fall. Habe ich damit recht? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass es eine außergewöhnliche Kreativitätsmatrix gibt, ein lebendiges Bewusstsein, eine göttliche Intelligenz, von der ich nicht weiß, was sie ist. Ich kann diese Intelligenz nur durch eine subjektive Erfahrung verstehen, wenn ich einen genialen Moment habe und weiß, dass das nicht von mir kommt. Es gibt zurzeit so viele Studien, die herauszufinden versuchen, was Gott ist, wer ist der große ordnende Gestalter und so weiter. Wir müssen wirklich über unsere Sprache hinausgehen und diese Bezeichnungen vergessen. Die Vergangenheit kann uns darüber nichts sagen. Tatsächlich sagt uns die Geschichte immer nur, was wer wann versucht hat, auf welche Weise zu verstehen. Das ist dann deren Version der Sache, aber das ist heute völlig überholt. Wir müssen neue Antworten finden. Schau dir die Natur an, du hältst eine Rose in der Hand. Kannst du selber eine machen? Nein. Wer hat sie gemacht? Erzähl mir nicht, dass es Gene sind oder irgendein DNA-Strang, das glaube ich nicht. Und wenn es so ist, was heißt das? Was sagt, welches Ding das wird und welches ein anderes? Woher kommt Bewusstsein? Wie werden wir geboren? Kommen wir von anderen Planeten? Ich glaube, all das ist im Bereich des Möglichen. Was soll man jemandem antworten, wenn er fragt, was ist Gott? Für mich ist Gott eine ordnende, eine kreative Intelligenz, die, wenn man so will, die individualisierten Intelligenzen derer beherbergt, die vor uns da waren. Wie Buddha, Christus, wer auch immer. Wie Einstein, der auf eine verschollene mathematische Gleichung kommt, die ich nicht mal verstehe. Das ist ziemlich abgefahren. Die Global Coherence Initiative des Hard Math Instituts ist eine wissenschaftliche Technologie, die es ermöglicht, elektromagnetische Veränderungen in der Ionosphäre der Erde zu messen, die mit dem menschlichen Bewusstsein kohärent sind. Weil das menschliche Herz elektromagnetische Energie und noch stärkere subtile Energien hervorbringt, werden Millionen oder sogar Milliarden menschliche Herzen, die eine tiefe Emotion aufgrund der Global Coherence Initiative
oder durch globale Ereignisse erleben, messbare Veränderungen in der Ionosphäre der Erde verursachen. Diese Veränderungen werden der Wissenschaft und der Welt das Potenzial menschlicher Emotionen in globalem und kosmischem Maßstab vor Augen führen. Unsere Wissenschaftler und das Team, das sie zusammengestellt haben, bauen zurzeit das sogenannte Global Coherence Monitoring System auf. Das ist ein System, das aus äußerst sensiblen Sensoren besteht, die Veränderungen der Ionosphäre messen. Die Ionosphäre ist eine Art Schutzschicht um die Erde. Die Sensoren können äußerst subtile Veränderungen der Ionosphäre messen. Das Ziel ist es, in den nächsten 2 oder 3 Jahren, vielleicht auch etwas länger, abhängig davon, wie schnell wir vorankommen, zwischen 50 und 100 dieser Sensoren auf der Erde zu verteilen, sie mit einem zentralen Ort zu vernetzen und so ein vollständiges Bild der Ionosphäre zu erhalten. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Wir glauben, dass wenn eine große Anzahl von Menschen eine ähnliche Emotion erlebt, wenn wir also einen emotionalen Massenoutput haben, dass wir den dann in der Ionosphäre messen können. Wir wissen, dass es andere Forschungsprojekte gibt, wie die von Dr. Roger Nelson und dem Global Consciousness Project, das Zufallszahlengeneratoren benutzt und Veränderungen in den generierten Zahlenreihen registriert, wenn in der Welt starke Emotionalität entsteht, wie etwa bei Ereignissen wie dem 11. September. Es gibt andere Hinweise, die zeigen, dass es möglicherweise messbare Veränderungen gibt, wenn eine große Anzahl von Menschen etwas fühlt. Wir wollen Experimente über die Auswirkungen positiver emotionaler Zustände durchführen, die von einer großen Zahl von Menschen auf der Erde erzeugt werden. Metaphorisch ausgedrückt versuchen wir, die Hirn- und Herzwellen des Planeten selbst zu messen. Indem wir unser Bewusstsein kollektiv auf die globalen Medien voller Gewalt, Angst und Sensationslust richten, übertragen wir kollektiv mit den 6 Milliarden Seelen des Planeten dieses Bewusstsein und verstärken dadurch diesen Wahnsinn. Wir geben ihm mehr Energie. Wir erhalten ihn aufrecht. Möglicherweise finden Wissenschaftler heraus, dass unser Bewusstsein durch dieses Zusammenwirken verantwortlich für all das ist. Denn Bewusstsein ist viel stärker, als wir uns jemals vorstellen können. Für mich ist das beste Beispiel, um das zu erklären, der Film Catch Me If You Can. Leonardo DiCaprio versteckt sich zwischen 10 wunderschönen Mädchen. Die Polizisten gucken nur die hübschen Mädchen an und er kann entkommen. So in etwa werden wir durch all die anderen Dinge abgelenkt, die um uns herum vorgehen. Und das demütigt uns ständig. Es heißt immer, ich bin besser als du. Es gibt so viel Voreingenommenheit. Es ist einfach schade, dass wir so viel Zeit mit Fernsehen und Reden verschwenden, anstatt etwas zu tun und etwas in der Welt zu verändern. Im Fernsehen geht es ständig um Celebrities und was in Hollywood passiert. Es geht ständig um Nachrichten, die nur die 2% des Negativen in der Welt berichten, sich allein darauf konzentrieren und es dadurch verstärken und schlimmer machen, als es wirklich ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass unsere Gedanken die Realität erst erschaffen. Wenn Millionen von Menschen diese Bilder sehen, was tut das unserer Welt und auf kollektiver Ebene unserer Psyche an? Sie stellen dem großen Feld eine Frage und es gibt Ihnen die Antwort? Genau. Aber die Frage muss sehr präzise sein. Man kann keine Fragen stellen wie, was bedeutet das Universum? Was bedeutet die Welt? Darauf gibt es keine Antwort. Aber wenn man eine präzise Frage stellt, dann bekommt man auch eine präzise Antwort. Und wenn man sich auf einem bestimmten Gebiet betätigt, dann werden die Umstände dir von selbst das geben, was du willst. Durch Meditation, Gebet und Einsicht können wir unseren Geist und unser Bewusstsein in die 9 Ebenen des universellen Feldes des himmlischen Reichs Gottes erweitern. Die Felder enthalten alles Wissen, jede Erinnerung und alle Möglichkeiten. Alles, was wir tun müssen, ist, sie mit unserem Geist anzusteuern. Sie waren schon immer da, um der Menschheit, dem universellen Wissen und der Gegenwart zu dienen. Die Wissenschaft beweist, dass die 9 dimensionalen Felder durch die Mathematik der Stringtheorie beschreibbar sind. Die Wissenschaft realisiert langsam, dass es eine schöpferische Kraft im Universum gibt, die intelligent ist,
die auf unsere Fragen Antworten hat und die uns Kreativität und Einsicht als intelligente Antwort gibt. Mit diesen Gaben, die unseren Geist, unseren Körper und unsere Seele durchdringen, können wir die Welt verändern. Mit diesem neuen Verständnis von Physik und Bewusstsein können wir das Verständnis von Gott revolutionieren. Wir dürfen nicht vergessen, was wir schon wissen und was wir aus der Geschichte von Gott gelernt haben. Aber wir müssen weitergehen und dessen teilhaftig werden, was wir nicht wissen, und weiter lernen. Wenn mehr von uns einen intelligenten Dialog mit dem bewussten Universum aufbauen können, werden wir vielleicht mehr geniale Lösungen für Krankheiten, Leid, Krieg, Architektur, Bankwesen und globale Politik sehen. Wir könnten sogar in der Lage sein, die Beschränkungen fossiler Energieträger, des globalen Klimawandels und der Ökologie zu überwinden. Wenn wir das Geheimnis der Antigravitation und der unbegrenzten Nullpunktenergie lüften können, könnten wir in ein goldenes Zeitalter der Weltraumfahrt gelangen, indem wir auf unsere alten Vorstellungen zurückblicken und uns wundern, warum wir bloß so lange gebraucht haben, eine globale Weltraumpräsenz zu entwickeln und in die galaktische Gemeinde des Lebens jenseits der Erde einzutreten. Von da an kann die Konversation die Galaxie und alles darüber hinaus erobern.